Sehr verehrte Frau Ministerin, liebe Johanna Wanka, liebe Marlene Mortler, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Podiumsgäste, meine Damen und Herren. Der Mensch ist, was er ist. Diesen Satz von Feuerbach, dem deutschen Philosophen, kennen Sie. Er wurde geprägt Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich kann heute sagen, welche Weitsicht, welche Kühnheit schon damals. Denn als Feuerbach diesen Satz prägte, wusste er überhaupt nichts von beispielsweise der DNA. Die Trägersubstanz der Erbinformationen unserer Gene war noch gar nicht entdeckt. Und es sollte übrigens noch viele, viele Jahrzehnte dauern, bis dann auch die DNA entschlüsselt werden konnte. Das Fachgebiet der Epigenetik sollte sich erst entwickeln. Es gab keine Forschung, überhaupt keine Forschung, liebe Johanna Wanka, damals darüber, welche Faktoren die Aktivität eines Gens und damit übrigens auch die weitere Entwicklung der Zellen festlegen. Dennoch hatte Feuerbach etwas Wichtiges entdeckt: Ernährung, Entwicklung und Gesundheit an Geist und Körper hängen zwingend zusammen. Der Mensch ist, was er ist. Heute haben wir natürlich ein exponentiell vergrößertes Wissen über Genetik, über biologische Prozesse, über chemische Prozesse im Körper und vieles mehr. Das machten neue Technologien möglich, übrigens auch die Digitalisierung mit ganz grundlegenden Folgen. Dazu gehörte auch, dass bisherige Vorstellungen in der Entwicklungsbiologie und auch der Entwicklungsmedizin vollständig neu überdacht und angepasst werden mussten. Heute steht fest, heute wissen wir, unsere Gene bestimmen nicht allein, wie wir uns entwickeln, wie gesund wir sind und ob wir uns bleiben. Die Wissenschaft zeigt, der tatsächliche Einfluss ergibt sich erst aus dem Zusammenspiel unserer Gene mit äußeren Faktoren, wie zum Beispiel den Umwelteinflüssen, Ernährungs- und Lebensstil und noch mehr. Für uns ist dieses Thema so wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen mehr wissen über die Wechselwirkungen, die ja dauerhaft und nachhaltig wirken, insbesondere wenn sie in der frühen Phase des Lebens in den ersten 1000 Tagen stattfinden, gerade in der Schwangerschaft, in den ersten beiden Lebensjahren und dort zum Teil auch die Ursachen legen für das individuelle und das langfristige Erkrankungsrisiko. Uns ist es wichtig, mit Ihnen darüber zu sprechen. Wenn ich uns sage, meine ich damit die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen, die heute hier sind, möchte ich unsere Kollegin Michaela Noll begrüßen. Sie ist unsere parlamentarische Geschäftsführerin, also aus der Spitze der Fraktion. Schön, dass du da bist. Sie sehen, es ist auch ein starkes, zwar Frauenthema, Marlene Mortler. Sie ist die starke Kraft in der CSU für dieses Thema. Sie ist nebenbei, in Anführungsstriche, auch noch unsere Drogenbeauftragte. Unsere Berichterstatterin Katharina Landgraf ist heute auch hier, die das Thema ebenso verantwortet. Dass es aber Interesse auch gibt bei unseren männlichen Kollegen, zeigen beispielsweise der Kollege Puls, der sich in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages engagiert, aber auch der Kollege Mohnstadt, der für den Gesundheitsausschuss Verantwortung zeichnet. Und es gibt weitere Kollegen, die sich angesagt haben, beziehungsweise jetzt auch schon hier sind. Wir wollen wissen, was kann ich durch eine ausgewogene Ernährung machen, aber welche Folgen haben auch Überversorgung, Unter- oder Fehlversorgung in dieser frühen Phase des Lebens? Welche Spuren hinterlassen sie? Ein gesundes Aufwachsen beginnt im Mutterleib. Das wissen wir. Das heißt, Störungen in der frühen Phase dieser Entwicklung können auch den Stoffwechsel des Kindes langfristig prägen. Zum Beispiel dort auch das lebenslange Risiko legen für Allergien, für Übergewicht, für Adipositas, für
beispielsweise Zivilisationskrankheiten wie Diabetes mellitus und vieles mehr. Darauf müssen wir in der Politik reagieren. Und es ist auch schon passiert, zum Beispiel in der Gesundheitspolitik. Es hat sich dort in den letzten Jahren ein ganz grundlegender Wandel vollzogen, weg von der Ausrichtung auf die Therapie hin zur Prävention. Ganz wichtiger Schritt, den wir übrigens im letzten Jahr auch noch durch die Verabschiedung eines entsprechenden Präventionsgesetzes unterstrichen haben. Denn wir sind der Auffassung, Vorbeugen ist besser als heilen. Prävention ist wichtiger denn je. In Deutschland leben bereits 6,7 Millionen Menschen mit Diabetes, Tendenz steigend. Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehen wir deutliche Zuwächse. Und ich brauche Ihnen als Fachleuten nicht zu sagen, dass sich die Zahl der übergewichtigen Kinder bei insbesondere Adipösen auf 6% verdoppelt hat, im Übrigen auf 15%. Für uns ist diese Situation erschreckend, denn wir sehen nicht nur den Leidensdruck der Betroffenen, sondern natürlich auch die sozioökonomischen Folgen, die absolut erheblich sind. Auch insoweit sei mir eine einzige Zahl gestattet. Die medizinische Behandlung von Diabetikern in Deutschland kostet nach den Schätzungen, nach den Zahlen, die wir kennen, 21 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht zurzeit 11% der Gesamtausgaben der Krankenversicherungen. Mit dem bereits erwähnten Präventionsgesetz haben wir 2015 wichtige gesetzliche Grundlagen für einen Ausbau der Prävention und auch der Gesundheitsförderung gelegt. Krankenkassen und Pflegekassen werden künftig mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr in diese Bereiche investieren. Und was wichtig ist, auch für die Veranstaltung heute, die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder sollen stärker präventiv ausgerichtet werden. Wir haben darüber hinaus in den letzten Jahren im Bereich Ernährung, im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz viele erfolgreiche Bildungsprogramme eingeführt. Ich nenne beispielhaft nur das Bildungsprogramm Inform, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Inform verbessert das Ernährungs- und Bewegungsverhalten vieler Menschen von jung bis alt. Und zwar, und das ist entscheidend, dauerhaft, nicht nur für den Moment, aber auch das Essens- und Bewegungsangebot im Umfeld wird positiv beeinflusst. Wir sind uns einig, dass die Vermittlung von Wissen über Nahrungsmittel, die Herstellungsprozesse, die Verarbeitung auch von Lebensmitteln frühzeitig beginnen muss. Da sollten Ernährungs- und Verbraucherbildung auch durchaus frühzeitig in entsprechende Angebote von Kindergärten und Lehrplänen eingebaut werden. Die wichtigste Protagonistin dieser Forderung sitzt heute hier bei uns auf dem Podium. Es ist unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung, die auf Landesebene im Kultusbereich bereits selbst Verantwortung tragen konnte, im Kultur- und Wissenschaftsbereich selbst Verantwortung tragen konnte, aber jetzt als Bundesministerin für dieses so wichtige Ressort verantwortlich zeitigt, das unter ihrer Ägide auch einen entsprechenden Aufwuchs zu verzeichnen hatte. Wir fordern übrigens als CDU-CSU-Bundestagsfraktion schon seit Längerem ein zentrales Bundesinstitut für Ernährung und sind deshalb sehr froh, dass unser Kollege und Bundesminister Christian Schmidt genau dieses im nächsten Jahr verwirklichen wird. Denn wir sind der Auffassung, dass wir eine zentrale Institution auch brauchen, die öffentlichkeitswirksam für wichtige Themen im Bereich der Ernährung und der Lebensmittelverwendung zuständig ist, darüber aufklärt und entsprechend informiert. Erfreulich ist hier insbesondere, dass ein Fokus dieses neuen Zentrums auf den ersten 1000 Tagen liegen wird. Denn wir sind uns auch einig, dass trotz aller bisheriger Erfolge weitere Maßnahmen folgen müssen. Aber was muss nun genau folgen? Wie kann die Politik die Rahmenbedingungen weiter verbessern im Bereich der Bildung, der Forschung und der Gesundheitsversorgung? Wie gelingt es Eltern ausreichend und auch verständlich zu informieren über gesundheitsbewusstes Verhalten und eine ausgewogene Ernährung, auch zu motivieren,
Was können wir tun, damit auch Vorsorgeprogramme für Kinder tatsächlich wahrgenommen werden? Welche Versorgung wird den besonderen Bedürfnissen werdender Eltern und auch kleinerer Kinder gerecht? Welche Verantwortung haben übrigens Akteure wie beispielsweise Krankenkassen, Ärzteschaft, Hebammen, Verbände, die Nahrungsmittelindustrie? Das sind viele Fragen, auf die wir uns heute als Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion kompetente Antworten erhoffen. Und ich glaube, wir werden sie auch erhalten, denn es ist dankenswerterweise so, dass sich heute auf unserem Podium Experten aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, von Verbänden und der Wirtschaft eingefunden haben. Und ich freue mich sehr, dass wir mit diesen Experten heute über dieses so wichtige Thema diskutieren können. Als erste Rednerin begrüße ich an dieser Stelle die schon angesprochene Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Ministerin Professor Dr. Johanna Wanka. Sie spricht aus berufenstem Mund, denn sie hat mit der Förderinitiative Gesund, und zwar ein Leben lang, ein überaus wichtiges Forschungsprojekt für dieses Themenfeld auf den Weg gebracht. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf Ihre Worte, Frau Ministerin. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gitta Konnemann, ich freue mich auch, dass man an der Stelle etwas aus Sicht der Forschung und des Forschungsministeriums sagen kann, weil das Thema Ernährungsforschung, glaube ich, in dem ganzen Spektrum, was wir in der Forschung machen, noch mehr Gewicht bekommen kann und bekommen sollte. Gitta Konnemann hat begonnen mit dem Feuerbach-Satz, der Mensch ist, was er ist. Und ich glaube, auch wenn das jetzt schon 1850 so lange her ist, ist es ein außerordentlich kluger Satz und bringt in prägnanter Form zum Ausdruck, dass die Ernährung für unsere Identität ganz, ganz wichtig ist. Ernährung ist natürlich wichtig für eine gute Physis, für die Beschaffenheit. Die hat aber auch soziale, sie hat ökonomische, sie hat psychologische und sie hat kulturelle Dimensionen. Und dadurch, dass Ernährung so viele Dimensionen hat, ist es wichtig, dass es einen interdisziplinären Ansatz gibt, auch in der Politik, auch in der Befassung mit diesem Thema. Und ein Diskurs, wie er heute hier von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion angeregt wurde, glaube ich, ist sehr wichtig, auch für die Ermutigung derer, die sich mit diesem Thema aus Forschungssicht beschäftigen. Und deswegen darf ich mich bedanken bei denjenigen, die die Idee hatten und dieses heute hier stattfinden lassen. Und besonders möchte ich mich bedanken bei Gitta Konnemann, die als stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vehement für dieses Thema schon seit längerem eintritt. Und ich denke, dass für uns ganz wichtig ist, was Sie aus Ihren praktischen Erfahrungen als Experten für dieses Thema wissen und was Sie der Politik dort auf den Weg geben sollten, was Sie erwarten, ob nun an Rahmensetzungen, an Regeln, an Erkenntnissen oder an anderen Dingen. Ich glaube, die Gesundheit, und das wird einem, wenn man, ist ja so eine lapidare Formel, man wünscht sich Gesundheit, das ist, ja, machen wir alle. Wenn man so alt ist wie ich und Freunde hat, die sterben, in einem Alter, wo man eigentlich denkt, man hat noch eine ganze Reihe von Jahren vor sich. Und das nicht nur einmal passiert, sondern häufig, dann ist es eben keine laxe Formel, sondern ist es etwas, was einen tief beschäftigt. Und deswegen glaube ich, dass die Gesundheit, die physische und die psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig ist für das Lebensglück und für die zentralen, ist eine der zentralen Voraussetzungen für ein gutes Leben. Wir haben die Situation, dass Deutschland eine hohe Lebenserwartung hat. Eigentlich haben die Japaner noch so eine hohe Lebenserwartung. Das heißt, die Versicherer, oder anders gesagt, ein Mädchen, was heute geboren wird, also nicht die, die jetzt hier im Saal sind und Frauen, sondern ein Mädchen, was heute geboren wird, hat eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Und die Versicherer rechnen schon mit 104 Jahren. Und wir beschäftigen uns intensiv damit, wie kann man nicht nur die Lebenserwartung verlängern, sondern dass es auch ein gutes Leben ist, dass man selbstbestimmt leben kann bis ins hohe Alter. Das sind zentrale Forschungsthemen auch in unserem Haus.
Gesundheit wird von ganz verschiedenen Faktoren beeinflusst. Natürlich ist etwas, womit man auf die Welt kommt, also der genetische Code, die genetische Ausstattung, aber natürlich auch die Herkunft, der soziale Status, das Geschlecht natürlich, das Umfeld, das familiäre, das berufliche Umfeld, das gesellschaftliche und eben die Ernährung. Ob wir gesund sind, wie gesund wir sind, wie wir in der Lage sind, Krankheiten zu bewältigen. Wir wissen heute viel mehr als vor 10, 15 Jahren, in welchem Maße Ernährung schon, wenn das Kind sich noch im Mutterleib befindet, dieses prägt und welche entscheidenden Punkte gesetzt werden in dieser ganz, ganz frühen Phase. Also nicht nur die Geburt und das Stillen, was wir ja schon immer wussten, wo es auch viele Studien gibt, sondern schon in der Phase im Mutterleib. Und deshalb ist die Ernährungs- und Gesundheitsforschung für die Kleinsten und eben 1000 Tage ein ganz zentraler Punkt, über den ich glaube, wir noch sehr viel mehr aufklären und eben auch informieren müssen. In Deutschland werden aktuell jedes Jahr, es sind wieder ein paar mehr, 700.000 Kinder geboren, rund. Und das ist 700.000 Mal die Chance, einem Kind einen guten Start in sein Leben zu geben und ein gesundes Leben zu ermöglichen. Eine optimale frühkindliche Ernährung ist wichtig, ist essentiell, aber die Realität sieht häufig anders aus. Wenn man sich die Untersuchungen anschaut, was die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen anbetrifft, dann ist jedes sechste Kind heute in Deutschland, jedes sechste Kind übergewichtig. Allergien nehmen zu, Asthma in dieser Lebensphase. Das sind, glaube ich, besorgniserregende Erkenntnisse. Und die Gesundheitsprobleme, die dort schon vorhanden sind, werden oft trotz Behandlung und allem bis in das Erwachsenenalter hineingetragen und ziehen dann eben auch viele Folgeerkrankungen nach sich. Wir wissen etwa heute schon, dass Kinder von Diabetikern und adipösen Müttern, also krankhaft übergewichtigen Frauen, schon in der Regel ein höheres Geburtsgewicht haben und sich auch ihr Risiko, später selbst adipös zu werden, erhöht. Aber die Zusammenhänge zwischen Ernährung und frühkindlicher Entwicklung, die sind ganz komplex. Also nicht nur gewisse Krankheitsdinge, die sich vielleicht übertragen, sondern mittlerweile weiß man, dass die Ernährung während der Schwangerschaft sogar Auswirkungen hat auf die genetische Position, Disposition des Kindes. Die Ernährung während der Schwangerschaft, als erstmal irgendwie irre klingt, dass man etwas Genetisches beeinflussen kann, das geschieht schon im Mutterleib auch durch Ernährung, weil bestimmte Gene des noch ungeborenen Kindes werden durch Ernährung ausgeschaltet oder angeschaltet. Das ist jetzt, ich gucke in Richtung der Experten, volkstümlich formuliert, aber darunter kann man sich etwas vorstellen. Jedenfalls wird die genetische Disposition schon durch die Ernährung beeinflusst und diese Umprogrammierung, wenn man das so sagen darf, beeinflusst dann die Gesundheit Zustand auch sehr viel später. Die Wissenschaft bringt Volkserkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch damit in Zusammenhang. Und wir haben in der Bundesregierung vor einigen Jahren entschieden oder gesagt, das hat meine Vorgängerin gemacht, Annette Schavan, dass wir in Deutschland eine außerordentlich reiche Forschungslandschaft haben. Wir haben Max-Planck-Institute, Helmholtz-Institute, Leibniz-Institute, Fraunhofer-Institute. Wir haben Institute für Fusionsforschung in Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald. Wir haben Sternbeobachtung, wir haben Gravitationsphysik. Und da war die Entscheidung zu sagen, wir brauchen auch Zentren, Forschungszentren für die großen Volkskrankheiten. Und diese Gesundheitsforschungszentren, 6, haben wir eingerichtet für die großen Volkskrankheiten. Also für Diabetes, für Krebs, für Herz-Kreislauf, für Lunge, was habe ich jetzt vergessen, neurodegenerative Erkrankungen. Diese 6 Gesundheitszentren sind eingerichtet worden. Und das muss man sich immer so vorstellen, es ist praktisch ein Zentrum wie die Spinne im Netz und dann gehören 5 oder 6 oder je nachdem Partner dazu. Und diese Gesundheitszentren sind etwas, wo man auch aus Sicht der USA sagt, das ist etwas, was nur in Deutschland möglich ist. Dass Institutionen, die auch ein Stück in Konkurrenz sind, trotzdem in der Lage sind, dort zu kooperieren. Und damit haben wir kritische Massen in diesem Bereich, die dazu führen, dass man das, was dort an Forschung gemacht wird, auch viel international sichtbarer geworden ist. Und jetzt sind wir in der Phase, dass diese Gesundheitszentren evaluiert werden. Es wird genau geschaut, jedes Einzelne, das ist abgeschlossen, wie hat sich das entwickelt, mehr Patente, mehr Untersuchungen, Effekte.
und dann insgesamt das System bewerten. Und danach wird die Entscheidung getroffen, ist das jetzt so gut, was ich denke, dass wir vielleicht auch noch das eine oder andere neue Gesundheitszentren brauchen. Und Sie können sich vorstellen, dass es schon eine Menge von Vorschlägen gibt. Und der Kinder- und Jugendbereich, also Psychiatrie oder anderes, sind Vorschläge. Aber die Entscheidung fällen wir erst, wenn wir sozusagen die qualifizierte Bewertung der Gesundheitszentren haben. Das ist aber ein sehr erfolgversprechender Weg und auch etwas, was man populär erzählen kann, weil damit klar ist, das ist Forschung, die unmittelbar, das ist ja im Bereich der Gesundheitsforschung, die Menschen interessiert und natürlich eine viel größere Aufmerksamkeit erfährt als manches andere Thema, was abstrakter ist. Wie die Ernährung unsere Gesundheit positiv beeinflussen kann, zeigen zum Beispiel die Studien, die Pingu-Studie, die wir vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefördert haben am Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund. Und diese Studie zeigte, dass zum Beispiel Säuglinge, die regelmäßig, dann wenn sie alt genug waren, Fisch erhielten als Nahrung, dass diese Kinder im Vergleich zu einer Gruppe, die dieses nicht so dezidiert erhalten hat, in Sehtests besser abschnitten. Nun ist die Frage, wenn man sowas empirisch in einem Versuch, also in einer Studie feststellt, dann ist noch nicht klar, gibt es da einen kausalen Zusammenhang, eine Korrelation. Ich habe früher Statistik gelesen, also als Mathematikerin, und da muss man ja immer vorsichtig sein. Also es gibt zum Beispiel eine eindeutige Korrelation zwischen dem Anstieg der Geburten und dem Wiederkommen der Störche aus Afrika. Statistisch jedes Jahr. Die Ursachen sind aber nicht die Störche, sondern die Ursache ist etwas ganz anderes. Da spricht man von Scheinkorrelation. Das heißt also, wenn man so etwas empirisch feststellt, dann ist damit noch nicht gesagt, was ist der Zusammenhang. Und hier ist, ist das Forschungsergebnis, dass für diese bessere Sehfähigkeit verantwortlich sind die Fettsäuren, die im besonderen Maße in den Fischen in der entsprechenden Ernährung erhalten ist. Die frühkindliche Ernährung prägt außerdem die persönlichen Vorlieben und das spätere Ernährungsverhalten. Fruchtwasser und dann natürlich später Muttermilch, das wissen wir, enthält Geruchsstoffe und Geschmacksstoffe, die etwas mit der Nahrung, die die Mutter aufgenommen hat, zu tun hat. Und die Geschmacksvorliebe eines Menschen wird bereits im Mutterleib und dann in dieser ersten Phase geprägt. Und damit kann natürlich sehr viel bewirkt werden, was dann unter Umständen lebenslang hält. Wir haben, und wir wissen, dass Kindheit, Jugend, Erwachsenenleben und dann das Alter ihre eigenen Charakteristika haben. Und deswegen haben Konzepte zur Gesundheitsförderung natürlich in den unterschiedlichen Lebensphasen ganz unterschiedliche Auswirkungen. Es ist ganz erstaunlich, dass wir in Deutschland, also das finde ich immer wieder katastrophal, wir alle, wenn wir irgendein Medikament brauchen, dann haben wir doch so eine Beipackzettel. Und in diesem Beipackzettel steht nach Männer und Frauen und Kinder ab einem gewissen Alter und vom Gewicht abhängig. Uns fehlen zielgruppenorientierte Angaben. Also auch Männer und Frauen ist an vielen Stellen überhaupt nicht ordentlich differenziert. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel Herzinfarkt bei Frauen ganz andere Symptome hat als bei Männern und dass wir dort viel mehr Leben retten könnten, wenn das spezifisch untersucht wurde, nur zum Illustrieren, dann sind das Punkte, wo wir, das ist erstaunlich, bei einer breiten Forschung und bei einem gut entwickelten Gesundheitssystem, aber die Differenzierung, individualisierte Medizin, da sind wir noch am Anfang. Und das gilt auch für den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention, wobei die etablierten Konzepte, die man kennt, die man auch oft liest, die sind meistens auf so das mittlere Lebensalter, weder für die Älteren noch für die Jüngeren zugeschnitten. Und bei der Ernährung ist es besonders wichtig. Und dass die Kleinsten jetzt so in den Blickpunkt geraten, das, glaube ich, ist sehr gut. Und dass man bei einem Institut, was man errichten will, sieht, dass es dann kein Forschungsinstitut macht, vielleicht auch Forschung, aber dass es vor allen Dingen darum geht, sowas auch zu propagieren oder in Empfehlungen, gesetzliche nicht, aber in Anregungen umzusetzen, glaube ich, ist sehr wichtig. Wir fördern in unserem Haus eine Reihe von Forschungsprojekten, die sich ganz spezifisch mit der Gesundheit in allen, aber insbesondere in den frühen Lebensphasen befassen. Zum Beispiel haben wir in Leipzig das integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum zum komplexen Thema Adipositas. Da wird vor allen Dingen geforscht, unter anderem zur gezielten Vorbeugung und Behandlung bei Jugendlichen und Kindern. Ist dort ein Forschungsschwerpunkt. Oder in der Region Jena-Halle-Leipzig haben wir im vergangenen Jahr ein Kompetenzcluster gestartet, NutriCard in der Abkürzung, wo gezielt
Ernährungskonzepte und Präventionskonzepte für Kinder entwickelt werden und wo vor allen Dingen geforscht wird, wie lässt sich das, was man dann so idealtypisch herausbekommt, umsetzen? Wie kann das denn funktionieren in einer Kindereinrichtung oder in der Schule? Und ich denke, an dieser Stelle, da sind Sie wahrscheinlich dann auch im Gespräch die Experten. Also wir haben ja heute eine junge Generation, die mit Begeisterung Kochshows sich anschaut, selber nicht kochen kann. Meine Tochter auch. Also kochen kann sie nicht so besonders, aber backen jetzt wenigstens. Und die ist 32, also, oder? 34. Also jedenfalls dafür habe ich einen Sohn, der ist 41 und der kocht begeistert. Muss immer die Rezepte durchsagen am Telefon, was er da mal bei mir gegessen hat und kochen will. Also mal Spaß beiseite. Es gibt diese Kochshows, aber wir haben, und das habe ich in Niedersachsen ganz deutlich erlebt, in vielen auch ländlichen Regionen junge Familien, die nicht mehr kochen, wo Mikrowelle oder anderes genutzt wird. Und deswegen war es ein Anliegen der Landfrauen. Jetzt sollten Sie nicht ironisch die Augenbrauen vielleicht verziehen. Ich finde, die Landfrauen machen eine exzellente Arbeit, wenn es nicht dieses sozusagen Hauswirtschaft der Alte nehmen muss, sondern sie machen wirklich eine exzellente Arbeit. Und da war das Thema, wie kann man das Kindern und Jugendlichen, was man im praktischen Leben braucht, und dazu gehört eben Kochen, da gehört ein bisschen Kenntnisse auch über Lebensmittel dazu. Und deswegen habe ich mich sehr engagiert dafür, dass wir ein Fach einrichten, Alltagswissen, war so ein Arbeitstitel. Da geht es nicht nur um Ernährung und Gesundheit oder Haushaltsfragen, sondern da geht es auch um Dinge, Verträge. Viele unterschreiben Handyverträge im jugendlichen Alter, völlig unsinnig. Oder dann geht es um vieles, was man nachher bewältigen muss, wenn man eine Versicherung braucht oder anderes, dass man so ganz praktische Dinge mitbekommt. Leider war der Kultusminister an der Stelle Sturer. Wir kennen ihn. Also wir haben, Herr Puls, wir konnten das an der Stelle nicht durchsetzen. Ich halte es aber weiter für richtig. Und zu dem Zeitpunkt ist man gerade in Niedersachsen dazu übergegangen, dass man von den vielen Catering-Verträgen, die man in Schulen hat, wieder zurückgegangen ist auf eigene Schulküchen. Da haben wir wirklich hunderte von Millionen investiert, um Schulküchen zu bauen. Und ich wollte durchsetzen, dass man an der Stelle nicht nur eine Schulküche, die natürlich höchste hygienische Standards haben muss, sondern dass man das gleichzeitig nutzt mit sozusagen minimalem Aufwand, um daneben noch was zu machen, wo die Kinder in der Schule auch so ein paar einfache Dinge im Zusammenhang mit Essen und Ernährung lernen. Aber ja, war nicht so erfolgreich, finde ich aber insgesamt für sehr, sehr wichtig, dass man auch so eine Alltagstauglichkeit in der Schule mitbekommt. Und dann kann man nicht sagen, über Ernährung wird ja auch was im Biologieunterricht vermittelt. Das ist ganz was anderes und das spricht auch nicht alle Kinder gleichzeitig an. Das sind jetzt nicht die ersten 100 Tage, aber das wollte ich auf jeden Fall an der Stelle signalisieren, weil in der Schule haben wir einen ganz großen Vorteil. Die haben wir nicht in der Kita und die haben wir später nie wieder. In der Schule erreicht man alle Kinder. Wir haben die Schulpflicht, man erreicht alle Kinder und wenn man etwas transportieren will, dann ist das natürlich in der Schule sehr viel möglich. Gitta Konnemann hat gesagt, die Förderinitiative Gesund ein Leben lang, die haben wir. Und das ist sozusagen eine große Förderlinie mit verschiedenen Unterprogrammen. Da sind also Unterprogramme natürlich auch Ernährung im Alter, wo man Dinge, die man sein Leben lang gegessen hat, plötzlich nicht mehr verträgt oder anderes. Auch dort kann man, glaube ich, sehr vieles noch an wissenschaftlichen Erkenntnissen gewinnen und dann umsetzen. Es sollen aber auch bei Gesund im Lebensverlauf vor allen Dingen Mechanismen untersucht werden, wie, was übt einen prägenden Einfluss auf Kinder und Jugendliche aus. Und was sind dann Ansatzpunkte für Prävention? Präventionsforschung ist auch ein großer Abschnitt unserer Forschungstätigkeit und Therapie. Wir werden in dieses Thema Gesund ein Leben lang bis zu 30 Millionen Euro investieren. Wir sind jetzt in der Phase, dass Anträge, die gekommen sind, begutachtet werden und dass die ersten Projekte in dem Rahmen Anfang nächsten Jahres starten. Und ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche Projekte dort entsprechend den Zuschlag bekommen haben. Trotzdem, obwohl wir viele Forschungsanstrengungen haben, ist vieles im Bereich der Ernährung, der Ernährungswissenschaften, jetzt werden die Experten aufzucken, aber noch nicht geklärt, glaube ich. Es gibt noch vieles, was erforscht werden muss. Viele Einzelheiten wissen wir, auch einzelne Kausalitäten. Wir haben in Potsdam das Deutsche Institut für Ernährungsforschung. Und dieses Institut als Forschungsinstitut hat sich darauf ausgerichtet, die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit zu erforschen, aber eben auch die Ursachen ernährungsbezogener Erkrankungen aufzuklären. Und der langjährige Chef, der jetzt in Ruhestand gegangen ist, Professor Joost, war international ausgewiesen als Diabetesforscher. Und wir können dann
auf der Grundlage, wenn man gesicherte Ernährungsempfehlungen haben, dann auch gezielt Strategien für Prävention bis hin zu Regelwerken oder in den Ländern gesetzlich nicht, aber dass man, was man für Schulküchen oder was man in den Kitas dann verlangt und empfiehlt. Und von Professor Joost habe ich auch gelernt, dass man sehr vorsichtig sein muss in dem, was verkündet wird als Ergebnisse der Ernährungsforschung. Sie alle denken vor 10 Jahren die Hysterie mit Cholesterin. Sie wissen, wie heute darüber geurteilt wird. Wir hatten vor kurzem diese Empfehlung, dass Fleisch Krebs erzeugt. Ich habe die Wut gekriegt. Unser Nobelpreisträger Herrn Zuhausen, der sehr stark in dem Bereich forscht, der sagt, es gibt überhaupt kein Indiz dafür. Und das geisterte dann durch die Presse die ganze Zeit. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Forscherinnen und Forscher dort auch an solchen Stellen auftreten, weil Menschen stumpfen auch ab. Da hat man die Studie, das ist die Gefahr. Zum Schluss hat man das Gefühl, man kann es eh nicht bewältigen und richtet sich dann gar nicht nach den vielleicht wichtigen Empfehlungen, die man braucht. Und diese komplexen Fragestellungen können heute nicht mehr von einem Institut bearbeitet werden. Und so haben wir auch mit dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung viele internationale Kontakte, zum Beispiel eine große Forschungsinitiative, wo es um den Vergleich verschiedener Essgewohnheiten in Europa geht und dann die Konsequenzen, was macht das für die Gesundheit, was macht das für das Körpergewicht. Ich glaube, dass Ernährung, ich sagte es anfangs, essentiell ist für ein gesundes Aufwachsen der Kinder, dass es aber gesamtheitlich gesehen werden muss und dass also die ersten 1000 Tage, die heute ein Thema sind, wichtig sind, dass aber auch immer gedacht werden muss, wie erfolgt der Anschluss, wie berücksichtigt man das ganze Lebensumfeld, um dann nicht Scheinkorrelationen zu erreichen oder denen auf den Leim zu gehen, sondern wirklich Gesamtzusammenhänge, die belastbar sind. Im neuen Präventionsgesetz der Bundesregierung wurde diese Erkenntnis, es komplex anzugehen, aufgegriffen und dieses Präventionsgesetz legt einen Schwerpunkt auf die Gesundheitsförderung eben in den Lebenswelten Kita, Schule und Kommunen. Und auch der Aktionsplan in Form von dir, liebe Gitta, angesprochen, der setzt hier an dieser Stelle ein. Wenn wir nun eine Menge in der Forschung wissen und herausbekommen, dann ist immer das Riesenproblem, wie kann man das in der Bevölkerung thematisieren, wie kann man das, was in der Forschung schon Stand ist, wie kann man das transportieren, wie kann man auch Themen, die eigentlich für das Leben, für unser aller Leben wichtig sind, wie kann man erreichen, dass das diskutiert wird und nicht nur das, was da in der Überschrift oder spektakulär oder Hund beißt Mann oder umgedreht wie kann man vernünftig dafür sorgen? Und das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, wo wir aber immer noch sehr unzufrieden sind, wie man an die Bürgerinnen und Bürger wirklich Wissen vermitteln kann. Wie kann man das erreichen? Und ich will mal ein Beispiel nicht aus dem Bereich der Ernährungsforschung nennen. Wir sind in der Lage, in der Wissenschaft und in Deutschland in besonderem Maße Genomsequenzierung zu machen, was für individualisierte Medizin, Krebsforschung ganz, ganz wichtig ist. Wir haben ein großes Förderprogramm dazu aufgelegt und entsprechend dann Pressekonferenz mit mittlerem Interesse. In den entsprechenden Fachzeitschriften fanden sich die Dinge wieder. Und ich glaube, es war 3 Wochen später, war Angelina Jolie mit diesem Wissen über Genom und so. Das hat sozusagen alle Frauenzeitschriften weltweit, war das ein Thema. Oder wenn wir jetzt so viel wissen, dann ist etwas, was auch Sie alle berühren müsste. Man kann Erkenntnisse bekommen, ob man zum Beispiel eine solche Form des Krebses hat, der sozusagen erkennbar ist, ist nur ein kleiner Prozentsatz, die meisten Krebsformen nicht. Aber was machen wir mit dem Thema, dass wir heute sowas feststellen können, wenn man das jetzt selbst erfährt? Dann kann man sich irgendwie einrichten. Also so krass, wie sie das gemacht hat oder in anderer Art und Weise. Aber wie geht man damit um, wenn man aus dieser Sequenzierung Informationen bekommt über die Tochter? Das sind Fragen und die sind jetzt aktuell. Und die diskutieren wir in der Ethikkommission. Und es gibt auch Empfehlungen. Zum Beispiel bei Sportlern wird jetzt immer Genomsequenzierung gemacht, lässt sich ja ganz einfach machen, um zu erkennen, welche Potenziale, wie schnell kann der noch maximal oder anderes. Wie geht man damit um, wenn bei diesem
sich Ergebnisse, Erkenntnisse ergeben, die über Krankheiten oder anderes. Also ich finde zum Beispiel für mich persönlich gibt es auch ein Recht auf Nichtwissen. Also gewisse Dinge möchte ich nicht wissen. Aber dass man über dieses Thema diskutiert, und das nimmt ja zu, die Möglichkeiten, die Erkenntnisse, die man hat. Und da werbe ich sehr dafür und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir eine Diskussion haben über Faktoren Ernährung und eben auch über die Frage, wie kann man nicht nur was erforschen, was haben, sondern wie kann man das auch wirklich dann umsetzen und wie kann man Menschen dafür begeistern, dass sie sich für Dinge interessieren, die lebenswichtig sind. Und da, glaube ich, ist es immer noch sehr, sehr schwierig. Man kann es auf keinen Fall, glaube ich, durch Gesetze. In Chile hat man jetzt ein Gesetz erlassen, und zwar ein Gesetz zum Schutz von Kindern vor ungesunder Nahrung. Richtig als Gesetz ist dadurch die entsprechenden Gremien gegangen. Und da wird es verboten, dass den Kindern durch die Beigabe von Spielzeug ungesunde Speisen schmackhaft gemacht werden. Also keine Kinderüberraschungseier mehr, keine diese Happy Meal-Pakete von Fastfood-Ketten. Das ist jetzt dort verboten. Und die chilenische Regierung sagt, das verbieten wir deswegen, weil rund 60% der Chilenen übergewichtig sind und wir eine starke Ausbreitung des Übergewichts im Kindesalter haben. Bei Kindern unter 6 Jahren soll bereits ein Drittel adipös sein. Ich glaube, solche Verbote können vielleicht kurzfristig etwas bewirken oder aufrütteln. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wir brauchen langfristige Effekte und deswegen bin ich vor diesen Aktionen sehr, sehr skeptisch, aber ich glaube, dass wir mit Aufklärungsarbeit und Prävention langfristig mehr bewirken können. Und da ist nicht nur eine Regierung, eine Bundesregierung hat gewisse Möglichkeiten, aber hat auch Grenzen. Sie haben auch Möglichkeiten und natürlich auch Grenzen. Und deswegen finde ich einen Austausch, dass man überlegt, was kann man tun, was wollen wir vielleicht auch gemeinsam tun, dass wir das anpacken. Und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Danke. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Johanna Wanka, vielen Dank für nicht nur die sehr sach- und fachkundigen Hinweise, sondern das Herzblut, das deutlich zu spüren war bei dem Thema. Ich weiß, wie lange du dich auch schon damit beschäftigst, und zwar mit dem Ziel, tatsächlich etwas zu bewirken. Da gibt es, du hast das Thema Verbote angesprochen. Es hört sich erstmal schnell wirkend und gut an, aber am Ende kommt es auf die nachhaltige Wirkung an. Und da ist der Weg manchmal sehr viel unbequemer, manchmal auch nicht so schlagzeilenträchtig. Aber am Ende sollte uns der Weg derjenige sein, der zu wirklicher einem gesunden Leben auch führt. Also vielen, vielen Dank nochmal übrigens auch für die Akzente, die du in deinem Haus setzt und entsprechend auf den Weg gebracht hast. Vielen Dank. Dankeschön. Ich leite jetzt übrigens über zu einem Mann, der durchaus Schuld hat. Schuld hat, dass heute diese Veranstaltung stattfindet, denn wir hatten uns in einem anderen Kontext unterhalten. Ich hatte schon in einem anderen Gespräch seinerzeit mit Lupa, was über 1000 Tage gehört, aber dann kam Herr Professor Dr. Kuletzko und saß und stand vor mir. Und sprach mit einer solchen Begeisterung über die Möglichkeit, Anlagen zu legen, wenn man sich dieser steuernden Wirkung auch bewusst ist, dass wir sehr schnell überlegt haben, zusammen etwas auf den Weg zu bringen. Und deswegen ist er heute hier auch, Herr Professor Dr. Kuletzko, selbst Mediziner, der neben seiner normalen Arbeit unendlich viel übrigens auch für den Bund macht, auch für die Bundesregierung macht. Unter anderem ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des Netzwerks Gesund ins Leben im Nationalen Aktionsplan in Form der Bundesregierung, hier spezieller auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Er begleitet uns an vielerlei Stelle und deswegen freue ich mich jetzt auch mit Ihnen gemeinsam auf seinen Impuls. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Kohlmann, sehr geehrte Frau Professor Wanka, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung, für die Einladung und natürlich ganz besonders dafür, dass Sie dieses Thema der 1000 Tage auf die Tagesordnung gesetzt haben in der letzten Sitzungswoche als Krönung der Sitzungsperiode sozusagen. Das ist natürlich wunderbar. Ich denke, das ist ganz
gut und richtig für den Ausschuss, der sich mit Ernährung beschäftigt. Denn wenn Ernährung wichtig ist für Gesundheit und Leistungsfähigkeit irgendwann im Leben, dann ist es niemals wichtiger als in diesen ersten 1000 Tagen. Und das versuche ich Ihnen jetzt einmal mit ein paar Beispielen darzulegen. Die ersten 1000 Tage, das ist der Zeitraum der Schwangerschaft und der ersten beiden Lebensjahre. Natürlich wissen wir, dass diese entwicklungsbiologische Plastizität, die durch Ernährung beeinflusst wird, nicht ganz exakt mit diesen 1000 Tagen beschrieben werden kann, aber es ist sozusagen ein plakativer Begriff, dass dieser Zeitraum ein besonders wichtiger Zeitraum großer Chancen ist. Warum ist das so? Weil das ein Zeitraum ist, in dem wir uns alle ungeheuer dynamisch entwickelt haben. Von der Eizelle hin bis zum Kind mit 2 Jahren mit einem Gewicht von 10 Kilogramm haben wir ein ungeheuer dynamisches Wachstum. Unser Gewicht nimmt in diesem Zeitraum immerhin 2500 Millionenfach zu. Also ein Wachstum, was einfach unvergleichlich ist. Und Sie wissen alle, es ist ja nicht nur eine Massenzunahme, sondern es ist tatsächlich die gesamte Entstehung des Organismus. Was da passiert, und Sie haben es schon gehört, nicht nur abhängig von unserer genetischen Ausstattung, sondern sehr stark auch von Umgebungsbedingungen, von Umweltfaktoren, einschließlich der durch die Ernährung ausgelösten Stoffwechselprozesse. Was da passiert, das prägt unseren Organismus lebenslang, die Funktion unseres Organismus, die Leistungsfähigkeit und natürlich auch unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität. Und wenn wir eben gehört haben, dass wir eine wunderbare Entwicklung haben in Deutschland und Europa mit einer zunehmenden Lebenserwartung, wo die Lebenserwartung der Männer alle 4 Jahre um 1 Jahr zunimmt, geradezu sensationell, und wir deshalb einen enormen demografischen Wandel haben, dann ist natürlich die Herausforderung, dass wir nicht nur wollen, dass Menschen länger leben, sondern dass sie länger gesund leben. Und hier haben wir ungeheure Chancen, am Beginn des Lebens tatsächlich hier die Grundlagen zu legen, dass die längere Lebenserwartung mit einer Zunahme an gesunden Lebensjahren assoziiert ist. Hillary Clinton, die im Moment sehr stark im Wahlkampf engagiert ist, hat seit vielen Jahren für die Bedeutung der ersten 1000 Tage sich eingesetzt. Sie hat darauf hingewiesen, dass eben Ernährung und andere Umfeldfaktoren in diesen 1000 Tagen der entwicklungsbiologischen Plastizität enorme Chancen haben für die Förderung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit und auch von ökonomischem Wohlstand von Ländern durch Investitionen in die Ernährung in diesen ersten 1000 Tagen. Das ist ein globales Thema und es wird oft vergessen, dass die Wurzeln eigentlich hier in Berlin gelegt wurden. Schon vor 40 Jahren, etwas mehr als 40 Jahren, hat Professor Günther Dörner diesen Begriff der metabolischen Programmierung hier in Berlin geprägt, der heute dieses Konzept weltweit beschreibt, Metabolic Programming of Developmental Origins of Health. Er hat 1975 diese Arbeit publiziert, in der er darauf hingewiesen hat, dass Hormone und Stoffwechselfaktoren während dieser kritischen frühen Entwicklungsphase die Entwicklung des Gehirns von Funktionen und Krankheiten lebenslang prägen. Eigentlich hätten wir auf dieser Basis in Deutschland viel mehr investieren sollen in diesen Bereich, als wir es getan haben. Es gibt ganz viele Daten heute, die zeigen, dass frühe Ernährung in diesen 1000 Tagen lebenslange Effekte hat. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, auf alle Details, wollte aber zumindest die Stichworte Ihnen hier nennen, die mir wichtig erscheinen. Sie wissen wahrscheinlich hoffentlich alle, dass Folate und Folsäure ganz zu Beginn der Schwangerschaft eine ganz wichtige Bedeutung haben für die Vorbeugung von Fehlbildungen. Wir haben in Deutschland etwa 1000 Schwangerschaften im Jahr, die belastet sind durch schwere Fehlbildungen des Neuralrohrs, offener Rücken, lebenslange Querschnittslähmung, ein ganz schreckliches Schicksal für die Kinder und ihre Familien. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor kurzem eine Meta-Analyse von kontrollierten Studien publiziert, die zeigt, dass etwa 70% dieser Schwangerschaften gesund sein könnten, wenn die Mütter eine ausreichende Folatversorgung hätten. In Deutschland werden etwa die Hälfte dieser schwerwiegenden Fehlbildungen durch eine Schwangerschaftsunterbrechung abgetrieben. Diese Kinder könnten leben, die andere Hälfte könnte gesund sein. Die USA hat gezeigt, dass man sehr effektiv vorbeugen kann durch Anreicherung des Mehls. 70 Länder der Welt haben das inzwischen gemacht. Ein Thema, was wir, glaube ich, in Deutschland auch verfolgen müssen. England und Großbritannien diskutieren es gerade wieder. Die Versorgung mit Fisch, mit den Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, wurde
In mehreren randomisierten Studien und Meta-Analysen gezeigt, kann das Risiko für frühe Frühgeburten vor der 34. Woche ganz drastisch senken. Eine sehr unreife Frühgeburt, das wissen Sie alle, ist mit einer hohen Sterblichkeit, mit einer hohen Krankheitslast verbunden. Das ist etwas, was natürlich langfristig große Bedeutung hat. Die frühe Ernährung beeinflusst das Wachstum nicht nur frühzeitig, sondern die Körpergröße im Erwachsenenalter. Wichtiger noch die Körperzusammensetzung, die körperliche Leistungsfähigkeit, Hirnentwicklung, Kognition, mentale Gesundheit, viele immunologische Erkrankungen wie Asthma, Diabetes, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeit werden durch diese Ernährung in den ersten 1000 Tagen geprägt. Und natürlich das, was uns heute besonders beschäftigt in der Situation des demografischen Wandels, die nicht übertragbaren Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes und damit verbundene Krankheiten wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Und Ausbildung, Einkommen, das will ich Ihnen gleich noch zeigen. Ein Beispiel, was viele von Ihnen kennen, sind die Langzeitwirkungen des Stillens nach der Geburt. Da gibt es viele, viele Beobachtungsstudien, die das dokumentiert haben, dass Menschen, die gestillt worden sind, später ein geringeres Risiko haben für Ekzeme der Haut, für chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie den Morbus Crohn, für den immunologisch bedingten Typ-1-Diabetes und auch für Adipositas und den damit verbundenen nicht-immunologischen sogenannten Altersdiabetes oder Typ-2-Diabetes. Auch auf die Hirnentwicklung wirkt sich das Stillen aus. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass gestillte Kinder im Mittel einen kleinen, aber messbaren Vorteil der Intelligenzentwicklung haben. Und eine jüngere, sehr, sehr eindrucksvolle Studie macht das deutlich, wo immerhin 3000 Menschen über 30 Jahre prospektiv von der Geburt bis zum Alter von 30 Jahren verfolgt wurden. Und Sie sehen hier, dass die Stilldauer positiv assoziiert ist mit der Intelligenzentwicklung. Und nicht nur das, auch mit der Ausbildung und dem Einkommen. Wenn ein Kind für ein Jahr gestillt worden ist, dann hat es später adjustiert für Confounder einen IQ-Vorteil von etwa 4 Punkten. Es hat im Mittel 0,9 Jahre längere Ausbildung und es hat 23% mehr Geld in der Tasche. Also das ist schon wirklich etwas, was sich lohnt, wenn ich in eine gute Ernährung investiere und damit tatsächlich mein Einkommen so drastisch erhöhen kann. Das sind Beobachtungsstudien. Frau Professor Wanke hat schon darauf hingewiesen, wir müssen vorsichtig sein mit der Interpretation von Beobachtungsstudien. Wir brauchen zusätzlich Untersuchungen, die Kausalität belegen. Und in diesem Fall ist das wirklich der Fall. Wir wissen, dass es gibt gute Untersuchungen der Gehirnstruktur mit der Kernspintomographie, die zeigen, dass das Stillen die Gehirnstruktur beeinflusst, die Struktur der weißen Gehirnsubstanz. Wir können einen Teil dieser Effekte durch einzelne Nährstoffe, wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, nachahmen und können tatsächlich zeigen, hier sind kausale Faktoren. Wir können auch durch Gen-Nährstoff-Interaktionen zeigen, dass das hier wirklich ein kausaler Effekt ist der frühen Ernährung auf spätere kognitive Leistungsfähigkeit. Wir haben uns in unserer Gruppe besonders mit der frühen Programmierung der Adipositas auseinandergesetzt. Wir haben eben schon gehört, die Adipositas ist die große Epidemie, die große Volkskrankheit, mit der wir uns in Deutschland auseinandersetzen müssen, mit einer enormen Häufigkeit und mit einer enormen Krankheitslast, mit einem hohen Verlust an gesunden Lebensjahren, wenn ein Mensch eine schwere Adipositas hat, mit einem Body-Mass-Index über 30, dann verliert er im Mittel 19 gesunde Lebensjahre. Es ist also wirklich ein schwerwiegendes Problem und ein extrem kostenträchtiges Problem für das Gesundheitswesen. Die Möglichkeiten der Behandlung von Adipositas für uns heute sind alles andere als zufriedenstellend. Das wissen alle von Ihnen, die versuchen regelmäßig ein Gewicht abzunehmen. Das ist nicht einfach. Deshalb ist die große Chance eigentlich die Prävention. Und hier haben wir gelernt, dass tatsächlich in diesen ersten 1000 Tagen ganz große Chancen der Prävention bestehen. Wir haben inzwischen jetzt seit 20 Jahren mit Förderung der Europäischen Kommission viele Untersuchungen dazu durchführen können und haben im Moment ein großes Forschungsprojekt, dieses Early Nutrition Projekt, das größte Projekt überhaupt weltweit im Bereich der Developmental Origins, der frühkindlichen Prägung der lebenslangen Gesundheit, wo wir die Freude haben, mit 36 Forschergruppen aus 3 Kontinenten, USA, Australien und Europa, zusammenzuarbeiten, um uns anzuschauen, wie können wir effektiver durch frühe Interventionen in den ersten 1000 Tagen der Adipositas vorbeugen. Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade diesen Bericht veröffentlicht, Ending Childhood Obesity, und hat darauf hingewiesen, dass Potenzial für die Prävention der Adipositas besonders in 3 Lebensphasen besteht: in der Schwangerschaft und der Phase direkt vor der Schwangerschaft,
in der Säuglingszeit und der frühen Kindheit und in der Adoleszenz im Sinne einer Phase der Präkonzeption, der Phase, bevor junge Frauen schwanger werden. Also die Weltgesundheitsorganisation hat ebenfalls betont die Chancen der ersten 1000 Tage für die Adipositasprävention. Wir haben uns auf drei Kernhypothesen fokussiert in unserer Forschung und ich möchte Ihnen zwei vorstellen. Das eine ist die Hypothese, dass fetale Überernährung, ein zu rasches Wachstum des ungeborenen Kindes, das Risiko lebenslang für Adipositas und damit verbundene Risiken wie Insulinresistenz und Diabetes, Bluthochdruck, koronare Herzerkrankung und Schlaganfall und auch Asthma erhöht. Fetale Überernährung, wenn die Mutter adipös ist, wenn die Mutter eine diabetische Stoffwechsellage hat und deshalb mehr Nährstoffe als eigentlich wünschenswert über die Plazenta transportiert werden von der Mutter zum Kind. Und auch bestimmte Ernährungsfaktoren spielen hier eine Rolle. Der andere Faktor, den wir verfolgen, ist die postnatale Überernährung, das zu rasche Wachstum des Säuglings nach der Geburt im ersten und im zweiten Lebensjahr, von dem wir heute wissen, auch dass auch das ein starker Risikofaktor ist für spätere Adipositas und damit verbundene nicht übertragbare Erkrankungen. Dass mütterliches Übergewicht ein Risikofaktor ist, haben viele Studien gezeigt. Hier sehen Sie eine sogenannte Meta-Analyse, wo man die Daten von vielen Studien gemeinsam auswertet und Sie sehen, wenn die Mutter in der Schwangerschaft übergewichtig ist, ist das Risiko ihres Kindes später im Erwachsenenalter adipös zu sein verdoppelt. Wenn die Mutter adipös ist, also ein Body-Mass-Index deutlich höher hat, dann ist das Risiko des Kindes verdreifacht für spätere Adipositas. Und das ist wichtig, weil das tatsächlich die Gesundheitsrisiken des Kindes stark beeinflusst. Hier sind Sie eine große Studie aus Schottland bei fast 40.000 Menschen, über 1 Million Personenjahre, wo diese Menschen nachverfolgt worden sind. Und Sie sehen, dass wenn die Mutter in der Schwangerschaft adipös war, die Sterblichkeit der nächsten Generation auf das 1,4-fache erhöht ist, die Frühsterblichkeit. Wenn die Mutter adipös war, ist die Lebenserwartung des Nachkommen des Kindes deutlich reduziert. Also ganz wichtig, dass wir hier herangehen, dass wir hier versuchen, Lösungen zu finden. Aber das sind alles Assoziationsstudien. Frau Wanka hat schon darauf hingewiesen, dass wir vorsichtig sein müssen. Sie kennen vielleicht diesen Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Verzehr an Schokolade in Kilogramm pro Jahr und der Häufigkeit von Nobelpreisen pro 1 Million Einwohner. Man könnte also die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass Professor Wanka jetzt ein Programm auflegen sollte und allen talentierten Forschern in Deutschland jede Woche ein Schokoladenpaket schicken sollte. Aber wir wissen alle natürlich, dass hier keine Kausalbeziehung vorliegt, sondern eine Assoziation. Und das ist auch natürlich eine große Herausforderung bei dieser Frage der frühkindlichen Prägung. Was ist tatsächlich kausal und was ist nur ein Zusammenhang, der etwas anderes widerspiegelt wie sozioökonomische Faktoren oder andere Einflussfaktoren. Wir brauchen also zum einen kontrollierte Studien, wo man Interventionen vergleicht, randomisiert, um wirklich die Kausalität nachzuweisen. Und zum anderen brauchen wir mechanistische Studien, die uns zeigen, was ist eigentlich die Ursache. Sind es die Hormone, sind es die epigenetischen Faktoren, die Veränderung des Ein- und Ausschalten von Genen, sind es Stoffwechselfaktoren. Wenn wir die Ursachen und die Mechanismen kennen, dann können wir auch viel gezielter und viel effektiver präventive Interventionen gestalten. Und es gibt randomisierte Studien. In unserem Irlin-Türschen-Projekt zum Beispiel ist diese Studie enthalten, bei der über 2000 übergewichtige Schwangere randomisiert wurden, also zufällig zugeordnet wurden, der Standardbehandlung oder einer zusätzlichen Beratung. Dreimal im ersten, zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel wurde eine Beratung durchgeführt, wo eine Beraterin sich mit der Schwangeren zusammengesetzt hat und es wurde dann noch einmal nachgehakt mit einem Telefonanruf. Und die Botschaften waren ganz einfach: wenig Zucker essen, wenig gesättigtes Fett essen und sich regelmäßig bewegen. Diese Intervention ist ganz billig. Jedes Gesundheitssystem kann so etwas machen. Das ist nicht kompliziert, nicht aufwendig. Und Sie sehen, dass das tatsächlich einen Effekt hatte. Die Zahl der Kinder mit einem sehr hohen Geburtsgewicht, über 4 Kilogramm, wurde um 1/5 reduziert. Und das ist ein ungeheurer Vorteil, weil wir wissen, dass ein sehr hohes Geburtsgewicht über 4 Kilogramm prädisponiert
für spätere Adipositas. Es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen dem Geburtsgewicht und dem Risiko für Adipositas im Erwachsenenalter, so etwa ab 2 Kilogramm Geburtsgewicht aufwärts. Hier eine Riesenstudie bei über 600.000 Menschen, die das nachgewiesen hat. Wenn das Geburtsgewicht über 4 Kilogramm liegt, ist das Risiko für Adipositas im Erwachsenenalter schlicht verdoppelt. Also wenn es möglich ist, durch so eine ganz einfache Lebensstiländerung, einfache Interventionen der Schwangerschaft, dieses sehr hohe Geburtsgewicht zu reduzieren, dann haben wir einen ungeheuren Vorteil, wenn Sie das ausrechnen, wie Kosten-Nutzen-Verhältnis ist, dann fällt es Ihnen schwer, etwas anderes zu finden, was so kosteneffektiv ist in der Prävention, wie so eine einfache Maßnahme. Das ist etwas, was wir weiter verfolgen müssen, das wir weiter ausloten müssen im Sinne der Chancen. In Deutschland haben wir das große Glück, dass wir dieses Netzwerk Gesund ins Leben haben, das Netzwerk Junge Familie, was es geschafft hat, europaweit einzigartig alle Akteure an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam Handlungsempfehlungen zu formulieren und die auch zu kommunizieren. Ich bin der Bundesregierung, ganz besonders auch dem Parlament dankbar, dass sie das nicht nur ins Leben gerufen haben, sondern auch jetzt verstetigt haben, dass das langfristig weitergeht. Und Sie sehen, dass es hier einfache Empfehlungen gibt für Schwangere in Deutschland, wo die Betonung ist, ganz besonders Normalgewicht vor der Schwangerschaft anzustreben, weil ein Übergewicht an Adipositas zu Beginn der Schwangerschaft der allergrößte Risikofaktor ist. Aber auch die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft normal zu halten, körperlich aktiv zu bleiben, Sport weiter durchzuführen und nicht für 2 zu essen, sondern für 2 zu denken. Die Zunahme des Energiebedarfs ist nur etwa 10% im Verlauf der Schwangerschaft. Aber auch nach der Geburt haben wir große Chancen. Wir wissen, dass Kinder, die rasch an Gewicht zunehmen, im Säuglingsalter und im 2. Lebensjahr, dass die ein deutlich erhöhtes Risiko haben für spätere Adipositas. Dieses DIA zeigt Ihnen eine Zusammenstellung von ganz vielen Studien, die Kinder angeschaut haben, die rasch an Gewicht zunehmen in diesem Zeitraum. Und die Punkte stellen Ihnen dar, wie hoch das Risiko ist für Adipositas im Kindesalter, im jugendlichen Alter und im Erwachsenenalter. Und im Mittel ist es so, dass Kinder, die rasch an Gewicht zunehmen, im frühen Alter später, adjustiert für andere Einflussfaktoren, ungefähr doppelt so häufig adipös sind. Also das, was meine Großmutter geglaubt hat, wahrscheinlich die meisten von ihren Großmüttern, ist nicht mehr richtig. Meine Großmutter hat so diese Idee verfolgt, gib dem Säugling noch einen Löffel mehr, tu lieber noch einen Löffel Pulver mehr in die Flasche, damit das Kind schön rund wird und gedeiht, dass es so wie ein glücklicher Buddha aussieht. Und das wollen wir heute sicher nicht mehr, weil wir wissen, dass das ein Risikofaktor ist für spätere Erkrankung. Wir können das durch Ernährung beeinflussen. Gewichtszunahme hat viele Ursachen, aber eine wichtige Ursache ist die Ernährung. Wir wissen zum Beispiel, dass die konventionelle Flaschenernährung zu einer höheren Gewichtszunahme führt als das Stillen. Und das nicht nur in den ersten Lebensmonaten, wenn die Ernährung unterschiedlich ist, sondern Sie sehen es hier auch mit 2 Jahren noch, wenn die Ernährung gar nicht mehr unterschiedlich ist, sind die früher flaschenernährten Kinder schwerer, sie bleiben schwerer. Wenn man das jetzt zusammenzählt, Kinder, die rasch Gewicht zunehmen, sind häufiger später adipös und Kinder, die flaschenernährt sind, nehmen häufiger an Gewicht zu, stärker an Gewicht zu, dann würde man sagen, aha, dann müsste ja Flaschenernährung ein Risiko sein für spätere Adipositas. Und das haben wir tatsächlich gefunden hier in einer Studie, die schon viele Jahre alt ist, wo wir 9.000 Kinder in Deutschland angeschaut haben bei Schuleintritt und wir haben geguckt, was sind Risikofaktoren für übergewichtige Adipositas. Und Kinder, die jemals gestillt waren nach der Geburt, haben ein deutlich geringeres Risiko für Übergewicht und Adipositas im Schulalter. Adipositas ist so 1/4 seltener adjustiert für andere Einflussfaktoren, wenn die Kinder gestillt worden sind. Und Sie sehen rechts auf dem Bild, dass auch die Stilldauer eine Rolle spielt, also eine Dosis-Wirkungsbeziehung, was ja mit einer Kausalbeziehung übereinstimmt. Je höher die Dosis, desto größer der Effekt. Nun, auch das ist wieder eine Assoziationsstudie, aber wir haben einen der zugrunde liegenden Mechanismen identifizieren können. Wir wissen, dass konventionell, besonders in der Vergangenheit, Flaschenernährung viel mehr Eiweiß zugeführt hat als das Stillen, etwa 1,5 bis 1,8-fach mehr Eiweiß. Und wir sind der Frage nachgegangen, ob dieses Übermaß an Eiweißzufuhr durch Veränderung des Stoffwechsels der Eiweißbausteine, der Aminosäuren und der dadurch ausgelösten Sekretion von Wachstumsfaktoren sowohl das frühe Wachstum als auch das spätere Risiko für Adipositas beeinflussen kann. Wir haben wieder mit Unterstützung der Europäischen Kommission
eine kontrollierte Studie durchführen können in 5 europäischen Ländern, in die wir etwa 1700 Säuglinge eingeschlossen haben. Die Kinder wurden entweder gestillt oder sie wurden randomisiert, doppelblind, wie wir das nennen, auf 2 Flaschen Nahrung mit konventionell hohem oder niedrigem Eiweißgehalt. Die haben das für das erste Lebensjahr bekommen. Sie sehen hier, dass die Eiweißzufuhr im ersten Lebensjahr tatsächlich unterschiedlich war. Danach war die Eiweißzufuhr gleich. Und neben vielen anderen Ergebnissen, das wichtigste Ergebnis dieser Studie ist, dass das tatsächlich die Häufigkeit von Adipositas im Schulalter drastisch beeinflusst. Bei der gestillten Vergleichsgruppe, die nicht randomisiert war, haben wir knapp 3% adipöse Kinder mit 6 Jahren. Bei der Kinder, die herkömmliche Flaschennahrung bekommen haben, sind fast 10% adipös. Und wenn man nichts anderes tut, als die Flaschennahrung austauscht gegen eine eiweißärmere Variante, sehen Sie, reduzieren wir das Adipositas-Risiko auf etwa 4% oder adjustiert auf etwa 1/3 der Vergleichsgruppe. Das ist ein enormer Nutzen. Wir können einen ganz starken reduzierenden Effekt der Adipositas erreichen mit einer Intervention, die ganz einfach ist, die gar kein Geld kostet, die eine gegen die bessere Säuglingsnahrung austauschen. Es ist viel einfacher, als Familien dazu zu bringen, den Fernseher auszuschalten, mit den Kindern laufen zu gehen, die Ernährung richtig auszuwählen. Das ist möglich, aber schwierig. Aber so etwas ist ganz einfach und hat eine ungeheure Effektstärke. Wenig anderes gibt es, was so wirksam ist in der Adipositasprävention. Auch da sind die Schlussfolgerungen einfach. Wir wollen das Stillen fördern und konsequent schützen. Wir wollen, wenn Kinder nicht voll oder nicht gestillt werden, Flaschennahrung mit niedrigem Eiweiß einsetzen und keine eiweißreiche Kuhmilch im ersten Lebensjahr als Getränk geben. Wir wollen auch andere Faktoren, die wir identifiziert haben, vermeiden. Überfütterung, sehr hohe Zuckerzufuhr, hohe Proteinzufuhr mit der Beikost. Aber wir sind nicht am Ende. Wir müssen weiter auch in die Grundlagen hineinschauen und uns anschauen, was sind die zugrunde liegenden Mechanismen, wo haben wir weitere Chancen, um die Prävention zu optimieren. Was Ihnen diese Daten alle zeigen sollen, ist, dass wir mit der frühen Prävention in den ersten 1000 Tagen große Chancen haben. Wenn Sie morgen früh zu Ihrem Hausarzt gehen und sagen, ich möchte was tun gegen mein Krankheitsrisiko, ich möchte lange gesund leben, dann wird der Hausarzt Sie anstrahlen und wird sagen, ich kann was für Sie tun, ich berate Sie jetzt, dass Sie sich gesund ernähren und das richtig auswählen, Sie sollten sich regelmäßig bewegen und übrigens kann ich Ihnen auch ein paar Medikamente aufschreiben, einen Cholesterinsenker, einen Blutdrucksenker, ein niedrig dosiertes Aspirin, all das wird wirken, Sie werden Ihr Risiko reduzieren, aber wenn man ehrlich ist, sind die Effektgrößen nicht übermäßig, wenn man das macht mit 50 oder 60, dann kann man nur einen messbaren Nutzen, aber einen bescheidenen Nutzen erreichen. Wenn Sie die gleiche Investition im frühen Lebensalter tätigen, wenn Sie die gleiche Effektstärke der Risikoveränderung erreichen und damit das Risikoprofil lebenslang verändern, dann haben Sie mit der gleichen Effektgröße einen viel, viel größeren Nutzen und auch übrigens ein viel größeres Kosten-Nutzen-Verhältnis und weiterhin erreichen Sie, wenn Sie in die jungen Familien gehen, ja nicht nur das Individuum, Sie erreichen die ganze Familie, Sie können auch die Eltern zur Lebensstiländerung motivieren. Was können und sollen wir tun? Wir brauchen die Verbreitung des Wissens, wir brauchen praxisgerechte Empfehlungen auf der Basis der aktuellen wissenschaftlichen Daten. Und da gibt es viele Akteure, die Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin zum Beispiel tut das, solche Leitlinien zu erstellen auf der Prüfung der Evidenz. Wir müssen dann diese Empfehlungen verbreiten. Wir brauchen Verhaltensverhältnisprävention. Daher leistet das Netzwerk Gesund ins Leben Großartiges. Das neue Bundeszentrum für Ernährung wird das hoffentlich fortsetzen. Wir haben große Hoffnungen daran. Aber auch das Parlament und die Exekutive haben hier große Chancen. Wir brauchen Aus- und Fortbildung von Multiplikatoren. Und ganz wichtig, wir haben viele, viele offene Fragen. Professor Wanke hat es angesprochen. Wir haben viele Zusammenhänge, wo wir die Kausalität nicht kennen. Wir brauchen also absolut eine Stärkung der wissenschaftlichen Basis. Und wenn wir uns das anschauen, glaube ich, haben wir in Deutschland noch viel Luft nach oben. Die Europäische Kommission hat seit zwei Jahrzehnten sehr konsequent die Forschung im Bereich der frühen Ernährung, der Programmierung gefördert. Deutschland hat bei weitem nicht so viel getan, hat sehr wenig getan.
In den USA gibt es eines dieser Forschungszentren, das Professor Wanka angesprochen hat. Da gibt es ein Nationales Institut für Kindergesundheit. In Deutschland gibt es kein Forschungszentrum für Kinder- und Müttergesundheit. Das würden wir uns sehr wünschen. Das BMBF hat in diesem Jahr, das finden wir ganz wunderbar, zum ersten Mal, glaube ich, einen Forschungsverbund Kinder- und Jugendgesundheit ausgeschrieben und damit auch darin auch einen von drei Schwerpunkten diesen ersten 1000 Tagen gewidmet. Aber dieses Programm ist weit überzeichnet. So viel wir hören, gibt es ungefähr 80 Vorschläge und vielleicht können 4 oder 6 gefördert werden. Das zeigt, dass eigentlich hier viel mehr noch getan werden sollte und könnte. Deutschland darf seine Kinder nicht vergessen. Kinder sind ungefähr 1/5 unserer Bevölkerung und 100% unserer Zukunft. Wenn wir 1/5 unserer Forschungsausgaben in Kinder investieren würden, dann wäre das ein Riesensprung nach oben. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die wir nutzen könnten und für die Politik wichtig ist. Sie würden ganz viel öffentliche Unterstützung finden. Anfang dieser Woche wurde dieses Wissenschaftsbarometer publiziert und da zeigt sich, die meisten Deutschen finden Forschung im Bereich Gesundheit und Ernährung am wichtigsten. Hier haben wir die größten Chancen. Und das ist keine Neuerkenntnis. Auch Winston Churchill hat das schon vor 7 Jahrzehnten gesagt. Es gibt keine bessere Investition für jede Gemeinschaft, als in die frühe Ernährung zu investieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor, Professor Dr. Koletzko. Vielen Dank aber auch Professor Wanka in Abwesenheit und meiner Kollegin Gitta Konnemann. Ich weiß es, Sie alle haben es gehört. Wir haben 3 klasse Beiträge mit auf den Weg bekommen, mit viel Substanz, die an dieser Stelle schon dazu verführen, Fragen zu stellen. Meine Damen, meine Herren, nun ist es meine Aufgabe, zunächst die Experten hier vorne auf dem Podium zu Wort kommen zu lassen. Aber wir versuchen andererseits auch in der Zeit zu bleiben und Ihnen die Chance zu geben, sich anschließend zu Wort zu melden. Ich möchte an dieser Stelle noch begrüßen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie ist unter anderem für den Bereich Familie zuständig, Nadine Schön. Nadine. Bei ihr trifft es zu, was gerade der Professor gesagt hat. Früher hat man gesagt, du musst für 2 essen. Sie darf jetzt nicht nur für 2 denken. Sie hat inzwischen wieder Nachwuchs bekommen, sondern für die ganze Familie. Und damit bin ich schon bei mir. Ich selber bin auch Familienfrau. 3 Kinder, 5 Enkelkinder. Habe sehr lange in der Landfrauenarbeit im Ehrenamt gearbeitet. Genau das, was Frau Professor Wanka auch angesprochen hat. Und mir ist das Thema gesunde Ernährung, gesundes Aufwachsen seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit. Und ich finde es ganz, ganz klasse, liebe Gitta, dass du das Thema angestoßen hast und wir hier heute gemeinsam sitzen. Zweitens finde ich klasse, dass wir heute endlich mal einen Nachmittag miteinander erleben als Politikerinnen, wo es um Sachpolitik geht und nicht um Populismus. Populismus erleben wir in diesen Tagen genug und Sie können sich nicht vorstellen, wie gut es tut, mit Experten, die wirklich was zu sagen haben, hier zu diskutieren. Und damit bin ich bei Ihnen. Sehr geehrter Herr Abraham, Sie, und das schicke ich noch vorweg, Sie sind Leiter der Fachgruppe Risiken für besondere Bevölkerungsgruppen und Humanstudien im Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie sind aber auch, sehr geehrter Herr Abraham, der Vorsitzende der Stillkommission. Nach meinem Kenntnisstand hätte man sich das vor 30 Jahren vermutlich nicht vorstellen können. Heute selbstverständlich und lieber Herr Abraham, wissenschaftliche Studien belegen, Muttermilch ist einzigartig in ihrer Zusammensetzung.
Sie enthält neben Nährstoffen unter anderem auch Hormone, Wachstumsfaktoren, Immunglobuline, Zytokine, Enzyme sowie eine große Diversität an Prä- und Probiotika. Muttermilch ist also viel mehr als nur Nahrung. Was macht nun die Muttermilch so einzigartig, so besonders und wie beurteilen Sie die präventive Wirkung der Muttermilch und des Stillens? Bitte schön. Ja, Frau Motter, vielen Dank für die Vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank für die Einladung, Frau Konnemann. Was macht die Muttermilch besonders? Ich denke, da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf, nämlich die Muttermilch ist über Millionen Jahre im Evolutionsprozess immer wieder optimiert worden, dass sie nämlich in der Lage ist, in einer kritischen Lebensphase, dass es da möglich ist, mit einem einzigen Lebensmittel optimal das Wachstum und die Entwicklung zu ermöglichen. Und da sind natürlich tausende Faktoren dran beteiligt, die man wahrscheinlich nie endgültig in ihrer Komplexität klären kann. Darüber hinaus, was macht Muttermilch besonders, sollten wir auch immer berücksichtigen, dass Muttermilch ständig verfügbar ist, kostenlos und nicht zubereitet werden muss, die richtige Temperatur hat. Und wenn ein Kind nach Bedarf gestillt wird, dann regelt sich sozusagen die produzierte Milchmenge selbstständig und passt sich dem Bedarf des Babys an. Das ist natürlich auch ganz einzigartig. Wenn wir jetzt an Prävention denken, dann würde ich vielleicht zwei Bereiche unterscheiden. Einmal so den mittelfristigen Bereich, da denke ich, haben wir sehr gute Daten, die eindrucksvoll belegen, dass die Zahl der Infektionen deutlich gesenkt wird und auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte im Säuglingsalter deutlich abnimmt. Herr Koletzko hat es gerade vorgestellt, die Evidenzlage in Bezug auf Langzeitstudien, da sind wir, denke ich, teilweise erst am Anfang, da müssen weitere Studien folgen, um das wirklich eindeutig auch kausal belegen zu können. Und das sind natürlich ganz für die Prävention ganz wichtige Hinweise, dass es eine Reduktion des Übergewichtes möglich ist und dass die Hirnentwicklung gefördert wird. Wenn wir ansonsten an die Muttermilch denken, gibt es oder an das Stillen denken, ist natürlich auch noch wichtig zu erwähnen, dass die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind dadurch stark gefördert wird und dass die Mutter auch in Richtung Prävention auch was davon hat, nämlich zum Beispiel ein vermindertes Risiko für die Entstehung von Brustkrebs. Also insgesamt, wenn wir alles zusammennehmen, aus der Sicht der Stillkommission, spricht alles dafür, ein Kind 4 bis 6 Monate ausschließlich zu stillen. Und dass eben auch nach Einführung der Beikost weiter gestillt wird, solange Mutter und Kind dies wünschen. Das ist jedenfalls die Position der Nationalen Stillkommission. Dankeschön, Herr Abraham. Sie haben kurz prägnant geantwortet. Ich erlaube mir noch eine kleine Zusatzfrage. Und ganz einfach aus aktuellem Anlass. In letzter Zeit sehr viel gehört über Koffein, über Nikotin, über Alkohol, zuletzt aber vor allem über Glyphosat in der Muttermilch. Sie haben sich dazu als BFR immer wieder geäußert, aber für alle hätte ich ja gerne noch mal eine Antwort. Wie sind diese Studien, auf die man sich bezogen hat, zu bewerten? Ja, was Sie angesprochen haben, so wenn wir es mal grundsätzlich sehen, also den Bereich der Fremdstoffe in der Muttermilch, die eigentlich sozusagen da nicht reingehören, müssen wir im Prinzip drei Gruppen unterscheiden. Das sind eben die Genussmittel, da wissen wir relativ viel drüber, Koffein, Alkohol, Nikotin. Da hat die Mutter das sozusagen selbst in der Hand auch, das zu beeinflussen und unterhalb des Limits zu bleiben, beziehungsweise nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken. Koffein ist sicher weniger problematisch. Dann gibt es eben diesen ganz großen Bereich, der uns auch viele Jahre beschäftigt hat, unerwünschte Stoffe aus der Umwelt, insbesondere die Verbindungen, die sich eben anreichern, weil sie langlebig sind und gut fettlöslich, sich im Lauf des Lebens der Mutter in deren Fettgewebe akkumulieren. Und da gibt es ja eben eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass zum Beispiel, wenn wir an die Dioxine denken, die Gehalte sich in den letzten 25 Jahren um den Faktor 6 reduziert haben.
Und es gibt da aus Studien keinen Anhalt dafür, dass es damals oder heute negative Effekte durch diese Belastung gibt, die natürlich aber immer wieder diskutiert wird. Aber muss man immer wieder darauf hinweisen, dass das kein Grund ist, deshalb nicht zu stillen. Sie hatten auch das Glyphosat angesprochen. Das ist eine Verbindung, die gehört nicht in diese Gruppe, weil sie eben nicht im Körper akkumuliert. Und nach den neuesten Ergebnissen des BfR kann man eben im Augenblick mit der Messtechnik, die uns zur Verfügung steht, heute den Transfer in die Muttermilch nicht nachweisen, wenn man dafür eben seriöse Methoden verwendet. Andererseits müssen wir auch sagen, wenn wir an Kontaminanten denken, dann sind es nicht nur prinzipiell die Problematik da bei Muttermilch, sie ist eben auch da bei Säuglingsmilchnahrung. In den letzten Jahren hat uns viel beschäftigt 3-MCPD und Glycidol-Fettsäureester, die bei der Raffination von Fetten entstehen, die in der Säuglingsmilchnahrung eingesetzt werden. Also auch diese Problematik ist also auch bei der Säuglingsmilchnahrung vorhanden. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das sind die Medikamente, die eine Frau unter Umständen nehmen muss. Und das ist eigentlich der einzige Fall, wo es eintreten kann, dass bei bestimmten Medikamenten tatsächlich nicht gestillt werden darf, weil der Transfer auf das Kind zu hoch ist. Außer dieser Geschichte gibt es insgesamt also keinen Grund, mit Blick auf diese Fremdstoffproblematik nicht zu stillen. Letzte Frage, kurze Antwort. Glauben Sie, dass die Vorteile des Stillens heutzutage ausreichend bei den werdenden Müttern bekannt sind? Ja, grundsätzlich nicht, wobei also wir denken, dass nicht allen Müttern, die ein Kind erwarten, die Vorteile ausreichend bekannt sind. Aber das ist für uns ein relativ wichtiger Punkt. Es geht, denke ich, nicht nur darum, dass die Mütter optimal informiert sind, sondern es geht natürlich auch um eine gesellschaftliche Frage. Das heißt, wie ist die Einstellung der Gesellschaft zum Stillen? Und das betrifft natürlich auch die Politik. Also es geht zum Beispiel darum, wie wohl fühlt sich die Mutter, wenn sie stillt, wenn sie zum Beispiel in die Öffentlichkeit geht, welche Probleme erwarten sie da, wie ist das Umfeld in der Familie, im Berufsfeld, wie sieht es in der Arbeitswelt aus mit der Unterstützung, wie ist es mit dem Elterngeld. Das sind natürlich alles wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang zu diskutieren sind. Und von dem, was Herr Coletzo jetzt gerade gesagt hat, wissen wir eben, dass wir als Gesellschaft ein großes Interesse daran haben, dass eben möglichst viele Kinder möglichst lange auch gestillt werden. Und da haben wir als Nationale Stillkommission schon insofern ein gewisses Problem, weil wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie hoch die Stillquoten in Deutschland sind. Wir haben repräsentative Daten aus der KIK-Studie, die sind aber eben mehrere Jahre alt. Also die neuesten Daten haben wir im Augenblick von 2008. Die besagen, dass bis zum Alter von 4 Monaten die Stillquote 38% betrug und 6 Monate 12%. Die WHO empfiehlt für ihr Gesundheitsziel 2025 bis dahin, dass 50% der Kinder mindestens 6 Monate gestillt werden. Da sind wir also weit von entfernt. Und wir haben, wie gesagt, aktuell das Problem, dass wir nie aktuelle Daten haben, weil wir die Instrumente gar nicht im Augenblick nutzen, die dafür möglich wären. Und wenn wir an Studien denken, gibt es auch noch einen zweiten wichtigen Bereich, das sind die prospektiven Studien, die wir auch nicht haben, aus denen wir erkennen können, wo die Probleme sozusagen liegen im Alltag, aus denen wir auch Konsequenzen ziehen können, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um die Stillraten zu erhöhen. Die Nationale Stillkommission hat dazu ein umfassendes Monitoring-Projekt-Konzept erarbeitet, schon vor Jahren. Und das scheitert an verschiedenen Problemen, aber auch die Finanzierung ist leider eben ein Problem, obwohl es da nur um wenige 100.000 € geht, so eine prospektive Studie zu initiieren. Zusammengefasst, die Information der Mutter ist natürlich wichtig, aber es geht auch um viele gesellschaftliche Ansatzpunkte, um die Stillraten zu erhöhen. Und hier ist eben auch die Politik gefordert. Dankeschön. Wir kommen zur nächsten Expertin hier am Podium. Es ist Frau Dr. Regina Berwind. Frau Dr. Berwind, Sie sind Leiterin Ernährungswissenschaft bei HIP. Und wir haben jetzt sehr viel über die Vorteile des Stillens gehört. Wir wissen aber auch in der Praxis, aus der Praxis, es gibt viele Mütter, die können nicht stillen. Es gibt
Mütter, die wollen nicht stillen aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann kommen Sie ins Spiel mit der industriell hergestellten Säuglingsnahrung oder auch dann Folgenahrung. Die Zusammensetzung dieser Produkte, Ihrer Produkte, ist ja bezüglich Ihres Gehaltes an Fett, an Kohlehydraten, Mineralstoffen und Vitaminen insgesamt mit der Muttermilch nicht vergleichbar. So kann die herkömmliche Flaschennahrung einen bis zu zweifach höheren Proteingehalt im Vergleich zur Muttermilch besitzen. Und ich verweise jetzt gerade auch noch mal auf Professor Koletzko, der ja die Studie European Childhood Obesity Project angesprochen hat, wo über 1600 Säuglinge aus 5 europäischen Ländern untersucht worden sind. Und in dieser Studie wurden ja die Auswirkungen einer Ernährung mit proteinärmerer und herkömmlicher Flaschenkost für einen Zeitraum von 8 Jahren untersucht. Es konnte, ich wiederhole es, nachgewiesen werden, dass Kinder, die eine proteinärmere Flaschenkost erhalten hatten, ein um das 2,4- bis 2,9-fach geringere Risiko hatten, adipös zu werden. Meine Frage in diesem Zusammenhang: Inwieweit orientieren Sie sich bei der Formulierung Ihrer Produkte an der Zusammensetzung der Muttermilch? Und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie zum Beispiel aus der genannten Studie? Können Sie sich vorstellen, ein Produkt zu entwickeln, das einen geringeren Eiweißgehalt hat, mit anscheinend positivem Effekt auf die Gesundheit des Kindes? Ja, Frau Mortler, vielen Dank auch für die Einführung und Frau Konnemann für die Einladung. Gerne nehme ich hier aus Sicht eines Herstellers von sogenannten Muttermilchersatzprodukten, also Säuglingsanfangsnahrung, Stellung. Wir haben es gehört, Muttermilch ist die ideale Ernährung für den Säugling, für den jungen Säugling, weil sie optimal sein Wachstum und seine Entwicklung fördert. Und für uns als Hersteller von den Muttermilchersatzprodukten ist und bleibt die Muttermilch natürlich der Goldstandard, bei dem wir uns bei der Entwicklung unserer Nahrung orientieren. Und lassen Sie mich das gleich vorweg sagen, damit können und wollen wir auch nicht in Konkurrenz zum Stillen treten, sondern für die Säuglinge, die aus welchem Grund auch immer nicht gestillt werden, die bestmöglichste Nahrung bieten. Und um hier von der Muttermilch zu lernen, hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, aber auch hinsichtlich ihrer Funktionalität, haben wir schon vor etlichen Jahren die Initiative Forschungskreis Muttermilch gestartet. Hier setzen wir uns in regelmäßigen Abständen mit führenden Experten der Wissenschaft und der Medizin zusammen, um von der Muttermilch den neuesten Forschungsergebnissen dazu zu lernen und unsere Säuglingsanfangsnahrungen entsprechend weiterzuentwickeln. Auch das Thema einer proteinärmeren Säuglingsnahrung war schon bei uns auf der Tagesordnung. Wir haben dazu vor etwa 7 Jahren zusammen mit Professor Koletzko eine Studie initiiert, in der eine Säuglingsnahrung mit niedrigerem Proteingehalt und verbesserter Proteinqualität im Vergleich zu einer herkömmlichen Säuglingsmilchnahrung getestet worden ist. Und die Ergebnisse zeigen, dass diese neue Nahrung sicher und geeignet für die Ernährung ist und dass sie zu einer signifikant niedrigeren Proteinaufnahme geführt hat. Diese niedrigere Proteinkonzentration der Nahrung wurde nicht durch eine höhere Trinkmenge kompensiert. Im Gegenteil, die Nahrung zeigte eine bessere Sättigung und ähnlich wie Muttermilch auch eine höhere energetische Effizienz. Das heißt, mit kleineren Portionen, mit weniger Nahrung wurde ein altersadäquates Wachstum erreicht. Und Sättigung ist neben Verträglichkeit für die Eltern ein ganz wichtiges Kriterium bei der Nahrungswahl. Und wir sind überzeugt, dass wir damit eventuell einen Beitrag leisten können, dass Kinder nicht von Anfang an zu große Portionen gewöhnt werden oder, wie es Herr Professor Koletzko schon erwähnt hat, dass die Nahrung nicht unnötig aufkonzentriert wird, weil die Eltern denken, die Nahrung sättigt ja mein Kind gar nicht. Und damit wird natürlich zu viel des Guten getan. Forschung und Entwicklung sind uns als Unternehmen sehr wichtig. Ich selbst verantworte im Bereich Forschung als Leiterin Ernährungswissenschaft
Und wir haben neben dieser einen Studie noch weitere Studien initiiert, um unsere Säuglingsnahrungen immer weiter an den Goldstandard Muttermilch anzunähern. Und die Investitionen, die wir hier tätigen, sind ganz beträchtlich. Sie bewegen sich pro Studie im 6- bis 7-stelligen Bereich. Und so etwas ist für einen Mittelständler nicht ganz selbstverständlich zu schultern. Und jetzt werfe ich mal einen Blick in Richtung Politik. Ich möchte einen Wunsch an die Politik äußern. Wenn man hier etwas zum Wohl der Kindergesundheit, aber auch der deutschen Unternehmen in diesem Bereich tun will, dann halten wir eine vermehrte Förderung der gemeinschaftlichen Forschung zwischen Industrie und Wissenschaft auf diesem Gebiet für absolut wünschenswert. Und nicht nur im Bereich Milchnahrungen, auch im Bereich Beikost, also die Ernährung, die dann spätestens nach dem 6. Monat ins Spiel kommt, zeigt aus unserer Sicht noch großes Potenzial für die Forschung. Hier sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel sollen gestillte und nicht gestillte Kinder die gleiche Beikost erhalten? Wie sieht es aus mit der Gluteneinführung? Welche Menge sollen wir jetzt Lebensmittel mit potenziell hoher Allergenität früher einführen? Speziell früher einführen. Also da gibt es einige Fragen, die noch vermehrt der Forschung lohnen. Und was ich auch noch gerne anbringen möchte, wir möchten natürlich auch weiterhin unsere Anstrengungen, die wir in die Weiterentwicklung der Säuglingsnahrung hineinlegen, kommunizieren dürfen. In gewissem Umfang gegenüber dem Verbraucher, aber vollumfänglich auch gegenüber den Fachleuten. Und wir wünschen uns, dass es hier nicht zu einem immer wieder diskutierten totalen Kommunikationsverbot gibt für Produkte, die sich an Kinder zwischen 0 und 3 Jahren richten. Denn damit würde man aus unserer Sicht der Innovation in diesem Bereich und damit letztendlich auch dem Wohl der Kinder einen Bärendienst erweisen. Vielen Dank, Frau Dr. Behrwindt. Ich blicke nun auf die rechte Seite, auf Sie, Herr Dr. Esser, nämlich den Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Lieber Herr Esser, die DGKJ ist die wissenschaftliche Fachgesellschaft der gesamten Kinderheilkunde und Jugendmedizin in Deutschland. Also unter ihrem Dach befindet sich der gesammelte Sachverstand. Meine Frage nun an Sie, wir haben, glaube ich, bisher sehr eindrücklich gehört, wie entscheidend die Ernährung bzw. die Gesundheitsförderung schon in der Schwangerschaft, aber auch im Kleinkindalter ist. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht noch wichtig bzw. besonders effektiv? Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch für diese Frage. Ich will es zweiteilen. Ich will zunächst kurz etwas sagen zu aktuellen Aktivitäten, die unter anderem durch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin initiiert worden sind, aber auch durch unsere anderen Fachgesellschaften, unsere Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Gruppierungen. Wir haben zum einen das Thema, wir nennen es soziale Prävention. Das heißt, dass zum Beispiel in der Kinderarztpraxis in Zukunft Beratungen stattfinden sollen durch die Jugendämter, Sprechstunden für Ernährungsberaterinnen, dass also eine Vernetzung stattfindet zwischen der Medizin und anderen Strukturen, also Aufbrechen der Versäulung zwischen SGB 5 und zum Beispiel SGB 8. Wir haben in diesem Zusammenhang ein Projekt in Nordrhein-Westfalen jetzt starten dürfen und wir haben auch, und das ein bisschen als Krücke, weil wir keine andere Finanzierung fanden, zusammen mit CIO in Hamburg, die federführend sind, einen Antrag an den Innovationsfonds gestellt, um zu schauen, wie können wir die bestmögliche Beratung von Familien im ganz frühen Lebensalter der Kinder bewerkstelligen. Also zum Beispiel durch Babylotsen oder durch Familienhebammen oder Familienkinderkrankenschwestern oder durch Fachärzte,
Fachärzte oder durch die MFAs in den Praxen. Und wir wollen das erforschen. Das wäre ein Punkt. Ein zweiter ist, dass wir intensiv zusammenarbeiten mit den frühen Hilfen und den daran eben angeschlossenen Kommunen. Wir halten das für einen ganz, ganz wichtigen Weg, den man weitergehen sollte. Auch hier wiederum in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen. Wir sehen das Präventionsgesetz als eine ganz, ganz wichtige Maßnahme in diesem Zusammenhang. Wobei wir halt sehr bedauern, dass wir im Präventionsforum aktuell nicht eingeladen sind. In der Präventionskonferenz, da wagen wir gar nicht dran zu denken, dass da eventuell auch wissenschaftliches Fachwissen präsent sein könnte. Das ist nämlich da nicht vorgesehen. Und zum Letzten noch, es gibt, und das nur als kleines Beispiel, woran es hinkt, eine sogenannte nationale Kohorte. Nationale Kohorte soll die Volkskrankheiten erforschen. Mit 300 Millionen Euro. Und Sie wissen, wissen Sie nicht, wann die nationale Kohorte altersmäßig beginnt? Mit 20 Jahren. Und warum mit 20 Jahren? Weil man kein Geld hatte, nicht genug Geld hatte. Und da hat man gesagt, wir cutten das und fangen mit 20 Jahren an. Wir haben jetzt aktuell, und ich komme jetzt auf die Interventionen, zusammen mit den Mitarbeitern nationalen Kohorte, mit den frühen Hilfen, mit dem RKI begonnen zu überlegen, wie wir eine Geburtskohorte im Rahmen dieser nationalen Kohorte machen können. Es ist also wahrscheinlich so, dass etwa 17.000 Kinder in der Zeit geboren werden. Und das wäre natürlich ideal, dass man präkonzeptionell, konzeptionell nach der Geburt diese Kinder betreuen könnte, könnte auch viele Fragen der Stillkommission dann entsprechend beantworten. Aber dafür gibt es kein Geld. Und jetzt zu den möglichen Interventionen, für die die Kinder- und Jugendärzte sich auch mitverantwortlich fühlen. Zum einen fragen wir, und das ist auch eine Frage an Frau Pfeiffer, ist es wirklich so, dass die Finanzierung des Präventionsgesetzes oder des gesamten Präventionsgedanken Aufgabe der GKV ist? Ist es nicht ein gesellschaftspolitisches Problem, was direkt staatlich finanziert werden kann? Das zweite ist, dass wir glauben, dass nur durch eine persönliche Ansprache von Familien, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarztpraxis, zum Beispiel dann in Kommunikation mit Ernährungsberaterinnen oder mit anderen Strukturen, also mit irgendwelchen Multiplikatoren, die Ressourcen geweckt werden können, die in den Familien stecken. Denn in vielen Familien schlummern die einfach, weil sie nicht geweckt werden. Und wir könnten dann eben nicht defizitorientiert, aber herkunftsorientiert, praxisnah, niederschwellig, aufsuchend, kontinuierlich, intersektoral, bewegungsorientiert und ernährungsorientiert beraten. Das ist der Wunsch. Und da ist der Kinder- und Jugendarzt sicherlich ein Nabel, weil Sie wissen alle, dass zu den Vorsorgeuntersuchungen etwa 98-99% aller Kinder vorgestellt werden, insbesondere im ersten Lebensjahr. Und noch zwei weitere kurze Aspekte, Kita und Schule. Wir wissen, dass wenn wir eine vernünftige Vorgabe machen für Kindergarten und Schule in Bezug auf Ernährung, wir dadurch das Gewicht reduzieren können. Es gibt zum Beispiel eine ganz simple Studie, da wurde in einer Schule nur noch Wasser verkauft und keine Fanta oder Ähnliches. Und man hat nachgewiesen, dass dadurch das Gewicht bei den Kindern sich reduzierte. Also ganz simpel, das muss nicht immer was Hochdramatisches sein. Und was wir eben glauben, dass man Sport, für uns das wichtigste Fach der Welt, ja, dass wir Sport in den Schulen wirklich viel höher in den Stellenwert heben sollen, genauso wie man zum Beispiel auch das Gesundheitswesen viel mehr in den Schulen etablieren sollte. In den USA ist zum Beispiel so, dass der Kinder- und Jugendpsychiater wie selbstverständlich in den Schulen herumturnt, da die Kinder betreut, mit ihnen arbeitet. Das ist bei uns undenkbar, so etwas. Also Versäulung aufbrechen, für uns ein ganz wichtiges Thema. Werbung, da muss ich ganz klar sagen, die Werbung sollte, wenn sie denn stattfindet, ehrlich sein. Es sollte nicht so sein, dass dann die angebliche Vitamin-D-Gabe in Kinderschokolade dazu führt, dass die Knochen gestärkt werden. So etwas ist Humbug. So etwas darf man nicht machen. Was sollte in irgendeiner Art auch dann verhindert werden. Ob da nun der Gesetzgeber unbedingt notwendig ist, das weiß ich nicht dazu. Und dann der letzte Punkt ist, und da hat Koletzko ja auch schon darauf hingewiesen, wir fordern ganz klar ein Forschungszentrum Kindergesundheit, wie es in anderen Ländern üblich ist. Wir wollen eine Koordinierung der Forschung haben. Ich glaube, dass ganz viel Forschung passiert im Bereich Kinder- und Jugendmedizin, aber sie ist nicht koordiniert. Und die Fragestellungen, die wir haben, sind nicht miteinander abgesprochen. Es sind lose Strukturen an den verschiedenen Universitäten, die arbeiten, aber sie arbeiten eben nicht miteinander. Und dazu würde ein solches Forschungszentrum dienen. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr stark befürworten.
Dankeschön, Herr Esser. Das war ja ein Strauß an Bemerkungen, an Forderungen. Und man kann jetzt schon mal ein Zwischenfazit ziehen, liebe Gitta. Da haben wir ganz schön viel Hausaufgaben zu machen bzw. aufgeladen bekommen. Ich finde es aber gut. Und spontane Frage, Werbung. Wem glauben die Eltern mehr? Der Werbung oder Ihnen? Ich glaube, dass die Eltern, wenn die im Supermarkt sind, der Werbung glauben. Weil die Werbung verführt. Werbung muss ja auch verführerisch sein. Wir lassen uns doch letztlich alle gerne bewerben, egal jetzt von wem. Ist so. Dankeschön. Ich blicke wieder nach rechts zu Frau Maria Flottkötter. Sie sind Leiterin in Form, gesund ins Leben, Netzwerk Junge Familie. Dieses Netzwerk wurde ja bereits 2009 gegründet. Und bevor ich jetzt eine lange Vorrede mache, Frau Flottkötter, sagen Sie uns doch einmal, warum wurde das Netzwerk gegründet und was sind die konkreten Ziele? Ja, herzlichen Dank für die Anmoderation und herzlichen Dank auch an Sie, Frau Konnemann, für die Einladung zu diesem aus unserer Sicht natürlich extrem wichtigen Thema. Das ist das Herzstück des Netzwerks, die ersten 1000 Tage und eigentlich noch ein Jahr mehr. Also wir befassen uns mit den jungen Familien bis zum Ende des dritten Lebensjahres. Ja, warum haben wir das Netzwerk gegründet? Also es ist ja heute schon sehr deutlich geworden, dass Prävention, wenn sie wirken soll, möglichst früh beginnt. Und das ist tatsächlich mit der Erzeugung dieses Lebens. Und wir haben damals, als wir uns damit beschäftigt haben, war die Ausgangslage so, dass wir sagen, wenn wir Prävention betreiben, gibt es viele Ansätze über Kita, über Schule. Frau Wanka sagte eben in ihrem Vortrag, das sind Strukturen, über die man im Prinzip alle erreicht. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Denn wenn wir über Prävention nachdenken, dann müssen wir von diesem Präventionsparadoxon ausgehen. Das Präventionsparadoxon sagt, dass wir eigentlich, wenn wir Gesundheitsförderung machen, in der Regel nicht die Gruppen erreichen, die am meisten davon profitieren würden. Das sind nämlich die Menschen mit geringem Einkommen, mit geringer Bildung und Migrationshintergrund. Und wir haben uns dann angeschaut, ja, was könnte man denn machen? Welche Strukturen sind denn da, um junge Familien zu erreichen? Und das sind in erster Linie die Strukturen im Gesundheitswesen über die Vorsorgeuntersuchungen. Also eine Schwangere geht circa 10-mal zum Frauenarzt und lässt sich untersuchen im Rahmen dieser Vorsorgen. Das Ähnliches gibt es auch im Kindesalter. Und die Idee des Netzwerks war eigentlich, diese Strukturen zu nutzen, diese und auch andere, um junge Familien zu erreichen. Es gibt da zum Beispiel über die frühen Hilfen gibt es Strukturen. Es gibt Strukturen auch über zum Beispiel kulturelle Mittler im Bereich Migration. Und das war der Ansatz des Netzwerks, diese Strukturen zu verwenden und zusätzlich auch, um Familien nicht nur zu informieren, sondern auch zu motivieren, diese persönlichen Kontakte auch zu nutzen. Das Vertrauensverhältnis, was zum Beispiel zu Hebamme, Kinderarzt, Frauenarzt besteht, das ist hinlänglich untersucht, dass die Aussage des Kinderarztes zum Beispiel ein Fünffaches mehr an Gewicht hat, als wenn die Familie mit einer Ernährungsberaterin zusammenkommt. Ich bin übrigens von Hause aus Ernährungswissenschaftlerin. Ein weiteres Argument war, dass es eben sich um eine besondere Lebensphase handelt. Alle diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, die wissen, dass sich mit der Schwangerschaft plötzlich das ganze Leben ändert. Erst recht, wenn das Baby da ist und von morgens bis abends und auch nachts versorgt sein will. Und das ist eine Lebensphase, wo sowieso Veränderungen eintreten. Und wenn man Familien da erreicht und auch positiv begleitet und auch unterstützt, dann hat man sehr gute Chancen, auch lebenslang da was zu bewirken und nicht nur in puncto Gesundheit des Kindes, sondern Gesundheit letztendlich der ganzen Familie. Diese neue Lebensphase bietet eine Chance, aber ist grundsätzlich natürlich auch immer mit einer Verunsicherung verbunden. Es gibt viele Fragen und es gibt wahnsinnig viele Informationen, die auf diese Eltern einwirken. Die Art und Weise, wie Information über Medien verbreitet wird, wurde eben schon angesprochen. Es gibt diverse Informationen von verschiedenen Gesellschaften, die unterschiedlich kommunizieren und natürlich auch Werbeaussagen und all das prasselt auf diese Eltern ein. Und
Auch das war für uns ein Anlass, uns mit dem Netzwerk, mit den Partnern zusammenzutun und uns auf einheitliche Empfehlungen zu verständigen. Die Idee des Netzwerks war, wie ich eben schon gesagt habe, den Kontakt, das Vertrauensverhältnis zu diesen Multiplikatoren zu nutzen und mit allen Multiplikatorengruppen ein Netz zu spinnen, zu spannen, was über welches die Familien auch erreicht werden können. Und ganz konkrete Ziele des Netzwerks sind, wie der Name schon sagt, gesund ins Leben, die Gesundheitsförderung von jungen Familien, also die Verbesserung der Ernährung, Förderung des Bewegungsverhaltens, Vermeidung von Allergien, aber natürlich auch die Verminderung des zum Beispiel Suchtmittelkonsums. Und wir machen das, indem wir eben nicht nur informieren, denn Sie wissen alle, also Information alleine reicht nicht, ne? Wir haben das bei den Zigaretten, jetzt werden fiese Bildchen aufgedruckt, was alles passiert, wenn man raucht. Aber wenn man Raucher befragt, weiß man auch, dass sie sich in der Regel davon nicht abschrecken lassen. Also wir müssen Wissen vermitteln, Kompetenzen, aber auch Motivation und Einstellung. Und je nachdem, mit was für einer Familie wir es zu tun haben, müssen wir die auch stärker unterstützen. Was wir noch verfolgen, ist eben, was auch Kerngeschäft des Netzwerks ist, sind einheitliche Handlungsempfehlungen für alle. Alle sind alle Multiplikatoren, damit die Hebamme dasselbe erzählt wie der Kinderarzt und auch der Frauenarzt und die Familien wirklich auch in ihrem Handeln bestärkt werden. Denn wer unterschiedliche Informationen erhält, wendet sich ab von den Ratgebern und macht sein eigenes Ding. Und diese einheitlichen Handlungsempfehlungen verwenden wir dazu, um die Multiplikatoren, die Ärzte, die Hebammen und die anderen, die mit den Familien in Kontakt sind, zu qualifizieren, weil die in der Regel von Haus aus keine Ernährungsexperten sind, aber oft zu diesem Thema gefragt werden. Und damit es einheitlich passiert, müssen wir diese Multiplikatoren auch qualifizieren. Wir stellen ihnen gutes Beratungsmaterial, abgesichertes zur Verfügung für die Elternberatung und wir machen darüber hinaus noch eine Menge Öffentlichkeitsarbeit. Und mit dem Netzwerk, was mittlerweile aus bundesweit über 600 Partnerorganisationen und Institutionen besteht, haben wir eine Struktur geschaffen, um alle Multiplikatorengruppen, die mit jungen Familien in Kontakt sind, mit gesicherten Informationen zu versorgen. Dankeschön, Frau Flott-Kötter. Das war jetzt ein guter Überblick, aber Sie blicken auch auf eine Erfahrung seit 2009 zurück. Sie haben auch von gemeinsamen Handlungs- oder einheitlichen Handlungsempfehlungen gesprochen, weil sich sonst die Betroffenen abwenden. Das heißt, sie wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Gibt es noch einen Punkt, wo Sie sagen, das brauchen wir auch noch in Zukunft? Nicht nur einen Punkt, sondern durchaus noch mehrere, an denen wir gerne für die Zukunft arbeiten möchten. Ganz prinzipiell erstmal wollen wir natürlich noch mehr Reichweite erzielen. Wir erreichen zwar mit unseren Materialien, wir verteilen 1,2 Millionen pro Jahr, rein rechnerisch erreichen wir damit alle Familien eines Jahrgangs. Wir haben gehört, es sind über 700.000, aber wir wissen natürlich auch, dass wir noch nicht alle erreichen, und zwar insbesondere sozial benachteiligte Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Da müssen wir uns noch was Besonderes einfallen lassen und auch noch mal besondere Zugangswege und Materialien entwickeln. Und natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt noch, das hat der Esser auch schon angesprochen, dass wir dafür sorgen, dass wenn die Familien zum Kinderarzt kommen, zur Hebamme, zum Frauenarzt, dass sie auch tatsächlich zu dem Thema Ernährung beraten werden. Das neue Präventionsgesetz ist mit den präventionsorientierten Beratungen ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass man das Thema aufgenommen hat, genauso die Bewegungsförderung. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass dem auch noch ein bisschen mehr Raum gegeben wird. Dankeschön. Wir kommen nun zu Frau Doris Pfeiffer. Frau Doris Pfeiffer ist Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, hat also aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und liebe Frau Pfeiffer, gerade ist das Stichwort Präventionsgesetz gefallen, das ja
Ende 2015 beschlossen worden ist. Es ist auch leichte Kritik angeklungen hier von Herrn Esser einerseits. Andererseits wissen wir, dass in Zukunft für Prävention und Gesundheitsförderung statt 3 Euro pauschal gesagt 7 Euro bezahlt werden sollen. Und die Frage an Sie, wie sehen Sie die Rolle der Krankenkassen in der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit dem Thema Kinderernährung und welche Bedeutung sollte Ihrer Meinung nach die Krankenkasse der Schwangeren, der Kinderernährung bei der Gestaltung ihres Präventionsangebotes beimessen? Ja, vielen Dank. Vieles ist ja zu dem Thema auch von meinen Vorrednern schon gesagt worden. Wir haben ja einerseits die Situation, dass gerade werdende und junge Familien sich in der Regel sehr dafür interessieren, was jetzt die ganzen Themen rund um die Gesundheit angeht. Und die Krankenkassen informieren dann auch werdende und junge Eltern intensiv über die anstehenden Herausforderungen und Möglichkeiten in der Gründungsphase. Und wir haben als Spitzenverband ja diesen Leitfaden Prävention zu verantworten, wo wir quasi den Rahmen setzen für das, was die Kassen anbieten. Da sind Handlungsfelder und Kriterien dargelegt. Der ist jetzt in Überarbeitung, auch aufgrund des Präventionsgesetzes. Und da geht es darum, dass man qualitätsgesicherte Angebote macht, kann zur Förderung der Gesundheit, eben auch in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und in der Kleinkinderphase. Es geht ja darum, die Familien zu unterstützen, vor Risiken zu schützen, was ja angesprochen worden ist, Fehlernährung, Bewegungsmangel und so weiter. Und da soll es eben zertifizierte Kurse geben. Problem ist natürlich, dass, was Sie eben auch angesprochen haben, das spricht eine bestimmte Gruppe an, die interessiert ist, die sich eben auch für gerade Ernährungs- und Gesundheitsthemen interessiert. Wichtiger ist aber noch, dass man eben Familien auch niedrigschwellig anspricht und unabhängig von ihrer sozialen Herkunft auf diese Themen aufmerksam macht. Und da sehen wir jetzt auch aufgrund der Neuerungen im Präventionsgesetz große Chancen in der Zusammenarbeit mit den kommunalen Stellen, die ja gerade jetzt an der Schnittstelle zur Kinder- und Jugendhilfe auch Beratung zu Erziehungskompetenz leisten sollen und da in den Erziehungsberatungsstellen, Familien- und Bildungsstätten entsprechende Angebote machen. Und hier gehen wir davon aus, dass wir hier auch zukünftig stärker in Kooperationen arbeiten, dann eben auch in diesem Zusammenhang Gesundheitskompetenz zu stärken für Familien. Und da ist es, das ist auch schon mehrfach angesprochen worden, eben wichtig, dass das in den Lebenswelten der Zielgruppe erfolgt. Das sind dann eben Bürger- oder Stadtteilzentren und Beratungsstellen von Wohlfahrtsverbänden, Familienbildungswerke, also alles Institutionen, die in diesem Bereich angesiedelt sind. Und was ebenfalls schon angesprochen worden ist, sind die zentralen Orte der Förderung, zum Beispiel die Kindertagesstätten, wo es dann eben auch um die gesunde Ernährung, Bewegung und psychosoziale Gesundheit geht. Hier machen die Krankenkassen schon seit Jahren entsprechende Förderungen. Da gibt es in NRW beispielsweise die sogenannte, den anerkannten Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung. Das ist sozusagen der Titel dieser Aktion, wo eben an Kitas solche Angebote gemeinsam mit dem Land erfolgen und alle gesetzlichen Krankenkassen sich beteiligen. Auch der Landessportbund NRW ist dabei. Also alle Beteiligten versuchen hier entsprechende Angebote umzusetzen. So etwas gibt es auch in allen anderen Bundesländern. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, ja auch eben von Frau Klotgötter betont worden, dass hier alle Akteure gemeinsam agieren und diese Angebote zusammenbringen. Das ist also das, was im Rahmen der Präventionsangebote gemacht wird. Es gibt natürlich darüber hinaus auch noch eine Reihe von Leistungen, die über die Kassen finanziert werden im Bereich der Hebammenversorgung, der Frauen- und kinderärztlichen Versorgung. Und wenn Sie da auf die Äußerung von Herrn Esser eben ansprechen, da sind wir uns vollkommen einig. Es gibt bestimmte Teile, die die Krankenkassen in der Prävention finanzieren und fördern sollen. Aber klar ist auch, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und hier gibt es, ich sag mal, eine
deutliche Reserviertheit der staatlichen Stellen in der Finanzierung. Hier hätten wir uns auch im Präventionsgesetz mehr staatliche Förderung und Finanzierung aus Steuermitteln gewünscht. Nicht zuletzt auch bei dem Thema Forschung, da kommen wir vielleicht noch dazu. Dankeschön. Ich höre ein bisschen raus, dass die Frage der Ernährung in der Gesundheitsversorgung aus Ihrer Sicht nicht die Bedeutung hat, die diesem Thema gebührt? Naja, das Problem ist so ein bisschen schwierig jetzt für Krankenversicherung. Also ich sag mal, wir sind ja nicht dazu da, die Ernährung der Menschen sicherzustellen. Also vieles von dem, was in der Welt geschieht, hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit und bewirkt dann vielleicht im schlimmsten Fall Krankheit. Man kann auch sagen, einsame Menschen werden depressiv, deswegen machen wir aber keine Partnervermittlung als Krankenversicherung. Ja, man muss ja irgendwie so ein bisschen abgrenzen. Man kann für alles Mögliche natürlich auch sagen, gibt es letztlich gesundheitliche Konsequenzen. Aber es ist natürlich schon die Frage, ist gesunde Ernährung dann ein Faktor, der eben Krankheiten verhindern kann? Und da ist ja mehrfach auch schon angesprochen, leider sind die Daten, die wir haben, nicht so toll, wie wir das manchmal meinen. Und das Risiko, das ist ja auch angesprochen worden bei den sogenannten Beobachtungsstudien, ist ja, dass es gewisse Plausibilitäten gibt. Man meint, das könnte so sein, aber die Evidenz dafür ist eher mäßig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und manchmal kann man daraus auch riskante Schlussfolgerungen ziehen. Ich habe immer ein Beispiel als Horrorbeispiel im Hintergrund. Also wenn Sie daran denken, hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber es gab in den USA Beobachtungsstudien zur Hormonersatztherapie in den Wechseljahren. Danach war das also die Hormonersatztherapie das Beste überhaupt, wurde also Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziert, Krebs reduziert und man hat dann hinterher festgestellt in einer randomisierten Studie, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Weil nämlich diese Frauen, die die Hormonersatztherapie gemacht haben, einen anderen Gesundheitszustand hatten etc. Also das brauchen wir, glaube ich, hin. Aber das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sich sehr genau überlegen muss, welche Daten haben wir tatsächlich. Das ist ja eben auch angeklungen. Es gibt einige Daten, die auch evident sind, aber bei vielen wissen wir es noch nicht so genau. Und wir hatten beispielsweise die Diskussion im Zusammenhang mit den Disease Management Programmen, also diese speziellen Programme für Chroniker. In 2014 hatten wir versucht, in diese Programme Empfehlungen zur Behandlung der Adipositas bei Typ-2-Diabetikern aufzunehmen. Und es ist uns letztlich nicht gelungen, echte belastbare Nachweise für den Nutzen beschreibbare Interventionen zu finden. Also intensive Lebensstilinterventionen haben zwar eine leichte Gewichtsreduktion gebracht, haben auch eine Steigerung der Fitness gebracht, aber keine Senkung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist so etwas, wo man sagen muss, ja, also das ist ja nicht schlecht, wenn man das macht. Also es ist nicht schädlich an der Stelle. Insofern hält sich das Risiko in Grenzen. Aber andererseits ist es eben nicht in dem Sinne eindeutig aus den Studien zu entnehmen, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgehen. Und das andere Thema, ein Beispiel, was ja, so ein bisschen auch zeigt, wie sich auch im Laufe der Zeit auch durch die Studien dann die wissenschaftlichen Empfehlungen ändern, ist die Frage der Allergieauslöser wie Erdnüsse, wo man also lange Zeit gesagt hat, man sollte keine Erdnüsse geben, um das zu vermeiden. Inzwischen gibt es eine englische Studie, die zumindest bei Kindern mit Neurodermitis gezeigt hat, dass die durch eine, ich sage jetzt mal, dosierte Gabe von Erdnüssen in der Kindheit gerade nicht diese Allergie entwickeln. Das sind leider immer sehr irritierende Ergebnisse, muss man sagen. Und das ist ja auch das, was wir so landläufig erleben, gerade bei Ernährungsempfehlungen im Laufe der Zeit. Es gibt dann immer wieder Veränderungen. Ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch die Unsicherheit bei Eltern, aber ich sage mal, bei jedem von uns auch auslöst. Und da hätte ich natürlich gerne, dass es mehr wissenschaftliche Ergebnisse gibt. Und da sind wir uns vollkommen einig. Hier sehe ich auch mehr staatliche Förderung als notwendig an. Und wenn Sie den Innovationsfonds ansprechen, das ist sicher eine Möglichkeit, aber ist meines Erachtens auch
nicht richtig, jetzt nicht Ihr Antrag, sondern die Finanzierung von Forschung durch die Krankenkassen, auch das ist meines Erachtens eine staatliche Aufgabe. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Es waren jetzt noch mal wichtige Anmerkungen, Erkenntnisse. Ich blicke noch einmal nach rechts und schaue ganz fest Professor Koletzko an. Eine Frage oder Antwort ist nämlich noch nicht aufgetaucht. Das ist die Frage der Ernährungstrends. Ein Ernährungstrend löst den anderen ab. Ich komme aus einer Zeit, wo der Sonntagsbraten was Besonderes war. Dann gab es Fleisch jeden Tag. Heute sehen wir, das neue Statussymbol ist vegane Ernährung. Wie schaut es denn aus mit veganer Ernährung und Kinderernährung? Ja, herzlichen Dank, Frau Mottler. Das ist in der Tat ein Thema, was uns besorgt macht. Es gibt eine große Popularität veganer Ernährung. Natürlich wissen wir alle, dass eine pflanzenbetonte Ernährung eigentlich etwas erfreulich Gutes ist, was viele positive Aspekte hat, was der Adipositas und manchen Darmerkrankungen vorbeugen, helfen kann. Aber eine ganz allein pflanzliche Ernährung ist im Bereich der ersten 1000 Tage in der Tat gefährlich, weil wenn man sie nicht ergänzt durch ein Supplement, durch ein Vitaminpräparat, zwangsläufig ein Mangel an essentiellen Nährstoffen, vor allen Dingen an Vitamin B12, auftreten wird, dass die erwachsene Mutter nicht spürt, weil sie relativ resistent ist. Das ungeborene Kind und das gestillte Kind, das lange gestillte Kind, wird jedoch einen Vitamin B12-Mangel erleiden. Und das führt zum einen zu einer Blutarmut. Das ist, wenn es im mäßigen Maße passiert, jetzt noch nicht so dramatisch. Das merkt man, dass das Kind schwächer wird, vielleicht schlechter gedeiht. Vor allen Dingen aber führt es zu einer Schädigung des Gehirns. Wir sehen in unserer Kinderklinik ganz regelmäßig alle paar Monate jetzt solche Kinder, die eine neurologische Schädigung bekommen durch einen Vitamin B12-Mangel. Und das Tragische ist, dass die Hälfte dieser so geschädigten Kinder lebenslang behindert bleiben. Also es ist eine schwerwiegende Störung, wo es wirklich wichtig ist, dass wir gerade junge Frauen aufklären, dass wenn sie sich vegan ernähren, dass sie unbedingt ein Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich nehmen sollen und müssen, um ihr Kind zu schützen und letztlich auch langfristig ihre eigene Gesundheit zu schützen. Da greift wieder das, was Frau Dr. Pfeiffer eben gesagt hat, dass im Bereich der Ernährung eine große Kakophonie von unterschiedlichen Empfehlungen und Meinungen unterwegs ist und viele Überzeugungstäter unterwegs sind, die Dinge postulieren, die eigentlich nicht wirklich belastbar sind, weil jeder ist ein Experte für Ernährung. Dass sich wissenschaftliche Empfehlungen, wie Frau Dr. Pfeiffer sagte, ändern, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, sondern das finde ich ja wunderbar. Das ist ja eigentlich etwas Großartiges, wenn wir uns immer wieder in Frage stellen und eine Erkenntnis zu gewinnen haben. Das eigentliche Problem ist die Kommunikation des bestehenden Wissens. Zeitungen leben davon, immer wieder eine andere Botschaft sozusagen in Random Order durch die Welt zu tragen. Und vieles von dem, was wir in der Zeitung lesen, ist eben nicht belastbar. Deswegen glaube ich noch einmal, dass dieses Netzwerk Junge Familie einfach grandios ist und großartig ist, dass wir eine Institution haben, wo sich Wissenschaftler zusammensetzen und die Evidenz prüfen und zu gemeinsamen Empfehlungen, gemeinsamen Schlussfolgerungen kommen, die wirklich belastbar sind auf dem Stand des Wissens. Und ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen, Frau Dr. Esser, dass wir in der Tat eine bessere Evidenz brauchen, dass wir eine Stärkung der Forschung hier brauchen. Das ist das, was ich eben sagte, wir brauchen eigentlich ein Zentrum für Kindergesundheit, um hier weiter voranzukommen. Dankeschön, abschließend. Und nun sind Sie an der Reihe, meine Damen, meine Herren. Ich habe hier hinten die erste Wortmeldung, wenn Sie Ihren Namen nennen und kurz Ihren Hintergrund schildern und dann waren Sie vorher. Ja, mein Name ist Andrea Lambeck, ich bin die Geschäftsführerin der Plattform Ernährung und Bewegung und ich möchte Ihnen ganz ausdrücklich danken, dass die CDU-CSU-Fraktion dieses Thema auf die Agenda gesetzt hat. Wir als Plattform Ernährung und Bewegung haben uns ebenfalls mit Förderung durch den Nationalen Aktionsplan in Form aus dem
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft intensiv mit dem Thema beschäftigt und mit unserem Projekt 9+12 gemeinsam gesund in Schwangerschaft und erst im Lebensjahr genau die von dem Netzwerk Junge Familie entwickelten einheitlichen Handlungsempfehlungen zum Einsatz gebracht und das Ganze kritisch hinterfragt, ob es wirkt. Und wir können sagen, ja, wir haben in einem Modellprojekt eine ganze Menge positive Wirkungen dieses Ansatzes, nämlich der Nutzung der Vorsorgeuntersuchungen für die Vermittlung von präventiven Inhalten. Ja, wir haben gezeigt, dass es wirken kann und sind natürlich jetzt sehr interessiert, das Ganze nach draußen zu tragen, an die Politik, aber auch an die allgemeine Öffentlichkeit. Und wir haben zu dem Zweck auch zusammen mit dem Netzwerk Junge Familie im vergangenen Jahr ein Bündnis ins Leben gerufen, frühkindliche Übergewichtsprävention, gemeinsam vorsorgen. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass wir diese Botschaft hier aus diesem großen Saal heraustragen in die Welt. Denn das ist in der Allgemeinheit noch nicht so bekannt, wie es bekannt sein sollte. Frau Professor Wanka hat vorhin gesagt, wir haben 700.000 Mal im Jahr die Chance, Prävention zu einem Zeitpunkt zu vermitteln, wo Menschen ganz, ganz empfänglich dafür sind und wo wir wirklich was bewegen können. Und umso trauriger bin ich eigentlich darüber, dass das Präventionsgesetz, was ich grundsätzlich sehr, sehr gut und eine ganz wichtige Errungenschaft finde, aber diese 1000 Tage eigentlich fast ausklammert. Denn es ist ein settingbezogener Ansatz gefordert und das früheste Setting, wo man dann eigentlich aktiv werden kann, ist die Krippe oder die Kita. Und dann sind die 1000 Tage in den meisten Fällen schon um. Insofern lassen Sie uns auf diese 1000 Tage noch mal stärker konzentrieren und auch überlegen, gemeinsam überlegen, wie wir da noch besser präventiv aktiv und wirksam werden können. Und eine letzte Botschaft. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich natürlich darüber, dass das Thema Ernährung hier ganz, ganz stark im Mittelpunkt stand. Aber ich glaube, wir müssen das Ganze noch ein bisschen weiter fassen und mindestens die Bewegung, aber auch weitere Lebensstilfaktoren mit einbeziehen in die Prävention, in die frühkindliche Prävention von Übergewicht und letztlich damit bedingten Folgeerkrankungen. Vielen Dank. Danke, Frau Lambeck. Sie erwarten keine Antwort. Sie wollten Ihre Botschaften loswerden, richtig? Aber die Nein, die sind angekommen. Ich glaube, dass das jetzt auch eine wichtige Ergänzung war. In der Tat, es heißt ja in der einen oder anderen Studie, Kinder essen nicht mehr, aber sie bewegen sich weniger und deshalb nehmen sie zu. Aber es ist auch nur eine Momentaufnahme. Dann hatten Sie hier vorne sich zu Wort gemeldet. Ja, ich bin Uta Reich-Schottky, Deutsches Ausbildungsinstitut für Stillbegleitung und seit 35 Jahren in der Stillförderung tätig. Einzelheiten erspare ich Ihnen. Ich möchte hier noch einmal auf den Aspekt Stillförderung als zentrale Aufgabe für die ersten 1000 Tage, den möchte ich noch mal aufgreifen. Herr Koletzko und Herr Abraham haben ja schon sehr schön auch auf die Bedeutung hingewiesen. Und was ich jetzt halt noch mal hervorheben möchte, es geht beim Stillen wirklich um wesentlich mehr als Ernährung. Es ist ein biologisches Signalsystem zwischen Mutter und Kind auf vielen Ebenen bis hin zum Mikrobiom und immunologische Auswirkungen. Und dieses Signalsystem wurde in der Evolution ausgelegt auf einen Zeitraum von 2 Jahre plus und dem entspricht auch die Stillempfehlung der Weltgesundheitsorganisation, der sich viele Fachgesellschaften angeschlossen haben. Und deswegen sollte diese Stillempfehlung auch Grundlage und Ausgangspunkt sein für Maßnahmen für die ersten 1000 Tage, bei denen es ganz klar darum geht, Stillen zu ermöglichen und nicht zu erzwingen. Das ist ganz klar. Und der zweite Aspekt, auf den ich in diesem Zusammenhang hinweisen möchte, wenn es heißt, solange Mutter und Kind wollen, dann greift das zu kurz. Das tut so, als liege die Verantwortung für erfolgreiches Stillen bei der Mutter und das stimmt nur sehr, sehr begrenzt. Auch in der neuen Lancet-Studie steht ganz klar, Stillerfolg liegt nicht in der alleinigen Verantwortung der Frau. Stillförderung ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Herr Abraham hatte das auch schon aufgegriffen. Und dazu gehört ganz klar, dass wir Strukturen schaffen müssen, damit die Mütter tatsächlich die Chance haben zu stillen.
Und zu diesen Strukturen gibt es auch evidenzbasiert bereits, nicht unbedingt für Deutschland, da haben wir leider in der Tat kaum Daten, aber es gibt weltweit Daten, dass zum Beispiel eine zentrale Maßnahme die flächendeckende Umsetzung der 10 Schritte zum erfolgreichen Stillen und des internationalen Kodexes ist, die Initiative BFAI von WHO und UNICEF. Das ist weltweit die beste Maßnahme, die Stillförderraten zu erheben und sollte auch in Deutschland für alle Geburts- und Kinderkliniken Qualitätsstandard sein. Mütter brauchen auch eine qualifizierte, einheitliche Beratung von Beginn der Schwangerschaft bis zum Abstillen, was voraussetzt, dass auch in der Aus- und Fortbildung des gesamten Fachpersonals und aller Personen, die mit den Kindern, Müttern und Kindern zu tun haben, Stillen als Basiscurriculum Bestandteil ist. Sie haben ja schon dieses halbtägige oder eintägige Angebot, aber es gehört in die Ausbildungen hinein und die Fortbildungen müssen industrieunabhängig, kassenöffentlich finanziert sein, um Bias und Interessen Konflikte zu verhindern. Ebenso muss bei allen Maßnahmen, Stillförderung ist interdisziplinär, weil sich die Frauen in den verschiedensten Bereichen bewegen. Sie erwähnten das Stillen in der Öffentlichkeit, Mutterschutzgesetz, Krippenbetreuung U3, da hat die NSK ja auch schon Empfehlungen für den Umgang mit Muttermilch. Solche Sachen gehören flächendeckend frühe Hilfen. Überall ist das Stillen interdisziplinär zu berücksichtigen und die entsprechenden Experten sind hinzuzuziehen, zum Beispiel aus der Nationalen Stillkommission hinaus. Ein ganz wesentlicher Punkt weltweit, das ist auch wieder in der neuen Lancet-Studie sehr deutlich gesagt worden, ist, dass die Vermarktungspraktiken für künstliche Säuglingsnahrung, auch wenn Sie sagen, sie treten nicht in Konkurrenz zum Stillen, de facto tritt die Vermarktung in Konkurrenz zum Stillen und untergräbt das Stillen. Und es hat sich gezeigt, dass nur ein wirkliches Werbeverbot hier weiterhilft. Ich möchte das so ein bisschen vergleichen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Auch diese sind manchmal lebensrettend und notwendig, aber auch mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. Und Werbung für diese Medikamente darf auch nicht gemacht werden, um eben einen unangemessenen Gebrauch zu vermeiden. Auf das Problem der Datenlage hatte Herr Abraham auch schon hingewiesen. Ich habe hier mal diese Punkte, die sind nicht auf meinem Mist gewachsen, die sind wirklich von internationalen Koryphäen erarbeitet worden. Ich habe das zusammengestellt, weil Sie ja auch gesagt hatten, Sie hätten gerne Input mit Literatur, habe ich das hier zusammengestellt und ich habe auch für die Teilnehmer, einige Exemplare, Sie können das auch bei reich-schottky.de herunterladen, möchte ich Ihnen geben, danke. Wer es interessiert ist. Danke, Frau Schottky, für Ihren Beitrag. Ich schlage vor, in Rückkopplung mit Ihnen, Frau Berwind, dass Sie eine kurze Antwort geben, aus Ihrer Sicht selbstverständlich. Ja, ich möchte es noch mal betonen, dass unser Anliegen als Hersteller von Säuglingsanfangsnahrung ist nicht das Stillen zu unterminieren. Es gibt ja sozusagen einen Pflichthinweis für jede Säuglingsanfangsnahrung, dass darauf hingewiesen wird, dass Stillen das Beste für das Kind ist und dass das Abstillen, die Entscheidung dazu nur in Rücksprache mit Fachleuten zu geschehen hat. Wir haben diesen Pflichthinweis nicht irgendwo im Seitentext oder auf der Rückseite versteckt, sondern aktiv auf die Vorderseite genommen. Ansonsten ist ja die Vermarktung gerade von Säuglingsanfangsnahrung, das gibt es enge gesetzliche Grenzen. Im Grunde genommen kann man da gar nicht werben. Das geht erst los ab der Folgemilch und dann auch nur in den engen Grenzen der Folgemilch-Richtlinie EU-weit. Da gibt es bestimmte zugelassene Aussagen, die kann man machen. Wofür wir uns einsetzen, ist, dass wir über unsere Forschungs- und Studienergebnisse mit den Fachleuten weiter in Kontakt treten wollen und dass es vor allen Dingen hier nicht zu einem Kommunikationsverbot kommt. Dankeschön, das lassen wir so stehen. Die Dame hier vorne und dann der Herr. Ja, ich möchte mich auch herzlich für die Einladung bedanken bei Ihnen, Frau Konnemann. Mein Name ist Lange von der Medizinischen Hochschule Hannover, Psychologin, in vielen Forschungsprojekten tätig. Und ich habe eine Frage, und zwar eine Frage an alle, die sich so ganz engagiert eingesetzt haben für die gesunden Kinder und unsere gesunde Zukunft. Ein kleiner Punkt hat mir gefehlt. Frau Wanka hat sehr schön dargestellt, dass die Gewohnheiten in den ersten Lebensjahren geprägt werden, das heißt das Essverhalten. Und wir haben jetzt sehr viel über Auswahl von Nahrungsmitteln gehört. Die das Essverhalten der Kinder prägen, sind die Eltern.
indem sie füttern, indem sie auch mal Grenzen setzen, indem sie eben nicht mit einem riesigen Bauchladen am Kinderwagen unterwegs sind, um die Kinder zu ernähren. Und da ist die Frage an Herrn Esser aus meiner Sicht und vielleicht auch Frau Pfeiffer. Was kann man ganz früh machen, wenn man die Eltern wirklich noch beim Screening oder beziehungsweise bei den U-Untersuchungen erreichen kann, und zwar aus allen Schichten? Wäre es da möglich, sozusagen auch diese Säulen der Verhaltensberatung bei Ihnen mit zu integrieren? Und ich weiß nicht, wie es die Kostenträger sehen, ob das nicht vielleicht doch ein Stück auch positiver Effekt sein könnte. Ja, danke für die Frage. Gewohnheiten werden geprägt vornehmlich durch Bildung. Und Bildung beeinflusst Gesundheit und beeinflusst den sozialen Status. Und genau das ist die Krux, die wir zurzeit haben, bei den 15% Kindern, die in schlechten sozialen Verhältnissen aufwachsen und die eigentlich, wenn sie aus diesen Gewohnheiten nicht rauskommen, keine Chance haben, später in normalen Strukturen zu leben und für ihre Familien mal außerhalb dieser 15% zu sein. Das sind die sogenannten Hartz-Familien. Und dieses, was ich eben erwähnte, dass wir bereits vor der Geburt, bei der Geburt und nach der Geburt mit den frühen Hilfen zusammen und den Kinder- und Jugendärzten in diesen Strukturen arbeiten, dass wir beraten, dass wir frühzeitig versuchen, Kinder aus diesen Strukturen herauszuholen, indem wir die Eltern eben beraten, begleiten, mit Lotsen, Case-Managern, egal wie sie es nennen wollen. Das ist die einzige Chance, die ich überhaupt sehe. Ja, also persönlich sich engagieren dafür, das ist eine Aufgabe der Kinder- und Jugendärzte, aber viele andere. Ich sage das mal etwas provokativ. Der Arzt ist zwar auch kurativ tätig, aber viel wichtiger ist heutzutage der Präventivansatz. Über Prävention können wir, und das hat Herr Koletzko ja in seinen Beispielen gezeigt, die Intelligenz der Kinder verbessern. Wir können Folgekrankheiten verhindern. Wir können frühzeitige chronische Erkrankungen verhindern. Wir können eine bessere Gesundheit machen, dadurch eine bessere Bildung machen. Und über die bessere Bildung kommen die Kinder raus aus diesen Situationen. Und deswegen nochmal Dank für die Frage. Ich konnte das eben ja nicht alles bringen. Aber das ist eigentlich der Herzpunkt unserer Aktivitäten, die nicht nur im Bereich der Wissenschaft sind, sondern wir sind sozial auch hoch engagiert, weil wir glauben, das ist ja das. Wir brauchen die Wissenschaft, um den Menschen zu helfen. Das ist der Punkt. Wenn Sie noch kurz, Herr Esser. Ja, im Grunde, indem ich mit den Eltern arbeite und wenn es eben so ist, dass die Kinder sehr früh in die Krippe kommen, und das ist ja nicht selten, dass ich eben mit all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den Krippen arbeiten, ganz anders aktiv bin als bisher. Die müssen viel besser gebildet sein in allen gesundheitspolitischen Fragen. Das ist eine große Schwäche, die wir haben. Ich weiß es aus Finnland, da wird die Erzieherin besser bezahlt als der Gymnasiallehrer. Das müssten wir bei uns auch eigentlich schaffen. Na, da kommt doch noch mal Stimmung auf. Frau Pfeiffer, Sie wollen kurz? Ja, ganz kurz nur, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was gegessen werden soll, aber was wir haben ja eben jetzt gar nicht mehr ausgeführt, was im Bereich Hebammenleistungen und auch der U-Untersuchung alles gemacht wird. Also ich sage mal, bei den Hebammenleistungen, deswegen habe ich nochmal nachgedacht, ist zum Beispiel auch vorgesehen, Analyse von Ernährungsgewohnheiten und Lebensführung. Also das ist etwas, was explizit Bestandteil ist. Und wir haben gerade bei den Kinderrichtlinien, die jetzt gerade neu entschieden, also überarbeitet worden sind und jetzt gerade letzte Woche in Kraft getreten sind, eine doch deutliche Veränderung, weil wir bisher eigentlich immer das Thema problemorientierte Beratung für Ernährung bei den U-Untersuchungen vorgesehen haben. Und das ist jetzt sozusagen in allen U-Untersuchungen vorgesehen als präventive Beratung. Also das heißt, es gibt da auch in der Definition dessen, was da bei den U-Untersuchungen gemacht wird, einen deutlichen Schwenk dahin, das präventiv zu machen, nicht nur auf Probleme zu reagieren, die möglicherweise auftreten. Nun die Dame, die ich vergessen oder übersehen hatte, bitte. Das passt ja jetzt ganz gut. Also ich bin Ute Höfer, ich bin Hebamme und Ernährungsberaterin und genau das ist der Punkt nochmal, dass es wichtig ist, dass wir
die Ernährungsberatung wirklich ganz an den Anfang der Schwangerschaft setzen. Also das nicht, also wenn Frauen zur Hebamme kommen, dann ist meistens die Zeit schon vertan, sondern es muss in den Schwangerschaftsvorsorgen wirklich explizit mit dargestellt werden oder verankert werden, dass dann bei den ersten Vorsorgeuntersuchungen diese Ernährungsberatung stattfinden muss oder sollte. So. Dass das jetzt der Gynäkologe nicht alleine schaffen kann, liegt einfach daran, dass man Zeit benötigt. Also wenn ich einer Frau erklären möchte, wie und was und warum das so ist, diese Zeit hat er leider nicht, es sei denn, es gibt eine neue Regelung, dass er dafür halt eben wirklich einen anderen Zeitfaktor hat, als er sonst in der Vorsorge hat. Und was noch da hinzukommt, ist auch bei den Hebammen oder auch bei den anderen, bei den Ernährungsberaterinnen, es muss eine spezifische Weiterbildung oder Ausbildung geben in Ernährung in der Schwangerschaft. Das ist nicht so, dass das halt eben ja, die normale Ernährungsberatung ist, sondern ich muss auf die schwangerschaftsbezogenen Beschwerden oder Gegebenheiten beraten und ich muss sie individuell beraten. Also ich kann einer Frau, die einen empfindlichen Magen hat, nicht sagen, Frischkost ist gut und essen Sie Salat. Also man muss da wirklich ein bisschen individueller sein und das kostet Zeit. Also das wäre für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir so früh anfangen. Gut, danke. Ich danke Ihnen und lasse die Forderung so stehen. Alle haben hier oben genickt, Sie haben das beobachtet. Jetzt der Herr links. Ja, Kirschner, Berlin, mit verantwortlich für das Babycare-Programm. Erstmal eine Frage an Herrn Abraham. Herr Abraham, Sie haben uns ja berichtet, dass Sie keine Daten haben zum Stillen. Herr Esser hat uns gesagt, dass wir eine nationale Kohorte haben, wo wir aber interessanterweise mit 20 anfangen. Wir haben den letzten Survey unter Schwangeren in Deutschland im Jahr 1992 durchgeführt. Damals war ich noch in meinem ehemaligen Institut Infratest. Ich frage Sie jetzt alle hier im Podium und nutze auch die Chance, hier in der Politik zu sein. Wie kann man sich diese Misere einer Datenlage vor dem Hintergrund dieser Zielgruppe und dieser Problematik erklären? Seit 10 Jahren fordern wir einen repräsentativen Survey, weil wir damit auch das Ziel haben, unser Interventionsprogramm mit einem repräsentativen Kollektiv auf Wirksamkeit zu überprüfen. Kollegen vom RKI sind auch da. Und das ist eigentlich die Frage, die man sich hier stellen muss in diesem Raum. Ja, ich meine, Sie sprechen uns natürlich aus der Seele. Das ist ein Problem, das wir seit vielen Jahren haben. Und die Kick-Studie ist natürlich eine super Studie, aber die gibt eben keine aktuellen Daten. Und wir brauchen natürlich, gerade wenn es auch um mögliche Interventionen geht, brauchen wir immer aktuelle Daten. Dann nützen uns die Zahlen aus 2008 hier in diesem Jahr relativ wenig. Und das hatte ich ja auch schon ausgeführt, wir brauchen einfach auch eine prospektive Studie, wo wir die Faktoren identifizieren, die dazu führen, dass Mütter weniger stillen oder früher abstillen. Und das ist eine Studie, die wird pro Jahr ca. 300.000 Euro kosten. Aber dieses Geld haben wir nicht bekommen bisher. Das ist so. Nächste Fragen. Der Herr hier in der Mitte. Mein Name ist Lavrenz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Ich vertrete da den Ausschuss für Prävention unter anderem und möchte auch mal sagen, dass wir also erstmal korrigieren, die Kinderrichtlinie ist leider nicht in Kraft getreten. Wir sind auf der einen Seite auch ganz froh darüber, der GBA hat über 10 Jahre daran gearbeitet und das Ganze sollte dann eigentlich im Mitte Juni sollte klar sein, ob sie in Kraft treten oder nicht und am 1. Juli sollten wir das in unseren Praxen umsetzen.
Ich finde das eigentlich kein besonders geschicktes Vorgehen. Ja, ich meine auch, man sollte mit Fachleuten wie uns ein bisschen anders umgehen. Wir müssen ja auch unsere MFAs schulen, wir müssten eventuell Geräte anschaffen und so weiter. Und wir wussten bis Mitte Juni nicht, ob die Kinderrichtlinien in Kraft treten oder nicht. Sie sind jetzt nicht in Kraft getreten, weil das BMG eine bestimmte Sache aus dem neuen gelben Untersuchungsheft beanstandet hat, und zwar die Übertragung von Daten aus dem Mütterpass in das Vorsorgeheft, ist datenschutzrechtlich beanstandet worden. Es ist jetzt völlig unklar, wann die Kinderrichtlinie in Kraft treten wird. Wahrscheinlich wird es dann wieder am 29. September bekannt werden, dass sie am 1. Oktober umgesetzt werden soll. In der Tat ist in der neuen Kinderrichtlinie erheblicher Aufwand vorgesehen für präventive Beratung. Das finden wir auch sehr gut. Das kommt ja auch teilweise von unserem Berufsverband. Wir haben ja schon Vorlage gemacht mit einem ähnlichen neuen Vorsorgeheft mit der vorausschauenden Beratung. Aber das ist ein Aufwand, der zusätzlich hinzukommt bei den Vorsorgeuntersuchungen. Der muss natürlich von den Krankenkassen bezahlt werden. Da ist aber noch keine Einigung in Sicht. Und nach unserer Ansicht und auch nach Ansicht der KBV kann die Richtlinie auch erst dann umgesetzt werden, wenn dazu eine Einigung erzielt worden ist. So jedenfalls der Justiziar der KV. Ich möchte jetzt aber nicht nur kritisieren, sondern ich möchte auch ein Angebot machen. Es geht ja hier immer um Gesundheitsdaten, die gebraucht werden. Und ich kann nur sagen, wir Kinder- und Jugendärzte versorgen einen großen Anteil von Kindern. Und die Kindervorsorgeuntersuchungen werden, wie schon mehrmals erwähnt, bei 98-99% aller Kinder durchgeführt. Und damit werden standardisiert Daten erhoben. Da war auch mal vor Jahren irgendwann vorgesehen, die auszuwerten. Das ist aber nie geschehen. Da wurden immer Zettel gesammelt über Jahre in den KV. Und die wurden inzwischen alle weggeworfen. Wir möchten noch mal anbieten, dass diese Daten, die flächendeckend in Deutschland erhoben werden, dass die ausgewertet werden können. Dazu ist allerdings auch Voraussetzung, dass die nicht mit Zetteln und Kohlepapier und Kreuzchen, Durchschriften erhoben werden, sondern dass dafür ein elektronisches Dokumentationssystem für die Vorsorgen nach der neuen Kinderrichtlinie entwickelt wird, damit das überhaupt auswertbar gemacht wird. Und das wurde auch im GBA lange diskutiert, aber es gibt keinen Kostenträger dafür. Ich glaube aber, dass dieses Geld gut investiert wäre und dass man damit etwas, was ohnehin ständig erhoben wird, dann auch wissenschaftlich auswertbar und zugänglich gemacht werden könnte. Und dann haben wir viel diskutiert darüber, dass wir bei den gebildeten Leuten ja sehr gut ankommen mit unseren Informationen. Ich finde ja schon die Arbeiten des Netzwerks Junge Familie ganz großartig, weil das ganz einfache Informationen sind, die auch bei weniger gebildeten Leuten ankommen könnten, wenn wir sie denn erreichen. Aber warum kann sich die Politik zum Beispiel nicht entschließen, ein Ampelsystem für Nahrungsmittel einzuführen? Ja, wir haben die Ernährungspyramide, wo wir genau wissen, davon sollen wir wenig essen, davon sollen wir etwas essen und davon sollen wir viel essen. Und die Bildung unter der Masse der Bevölkerung ist in Bezug auf diese Nahrungsmittel ganz schlecht. Das sehen wir ja jeden Tag in unseren Praxen. Und dieses Defizit können wir auch nicht durch Beratung von Einzelnen in der Praxis ausgleichen, sondern da muss etwas geschaffen werden, damit die Leute nicht nur mal davon gehört haben, dass es eine Laktoseintoleranz gibt oder eine Glutenunverträglichkeit oder eben, dass der neue Trend vegane Ernährung sich genauso durchsetzt wie der Blödsinn mit den Tätowierungen. Sondern das muss für die einfachen Leute im Supermarkt erkennbar sein, was ist gut für die, was soll die Basis der Ernährung sein und was soll man wenig essen. Und da ist natürlich auch ganz klar, dass das ohne Werbeverbote nicht geht, denn die Werbung arbeitet mit Werbepsychologen und die haben eine viel größere Macht über uns, als wir glauben. Und wenn wir uns von Werbeverboten fernhalten wollen, dann werden wir das Ganze nicht ändern können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lafrenz. Das war jetzt ein gewaltiger Strauß und ich muss mich jetzt auch unbeliebt machen mit Blick auf die Uhr. Ich schlage vor, zum Thema Punkt Kinderrichtlinie, dass das BMG und es sind Vertreter des BMG hier, die Hausaufgabe mitnehmen und wir ihnen zeitnah antworten werden. Zum Thema Ampelkennzeichnung wird im Anschluss Gitta Kornemann im Schlusswort meine Antwort geben. Die ist übrigens identisch. Ansonsten alle weiteren Hausaufgaben, die sind aufgeschrieben. Mein Problem ist jetzt, dass ich weiß, dass sich mindestens noch 3 Personen gemeldet haben. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag, dass alle, die sich gemeldet haben,
noch zu Wort kommen. Und ich bitte Sie einfach, sich kurz zu fassen, zu fragen und keine langen Anmerkungen zu machen. Und wir schauen, ob und wie wir diese Fragen beantworten können. Wenn nicht jetzt, dann auf alle Fälle schriftlich. Okay? So, jetzt bitte ich alle die, die sich... Ja, das sind jetzt aber schon mehr als gerade noch waren. Aber diese Frau, sie genau auf alle Fälle. Dann ja, ich hatte mich schon vor dem Herrn Lafrenz gemeldet. Ja. Ich bin Sigrid Peter, bin Kinder- und Jugendärztin in Berlin und bin Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Vieles von dem, was er gesagt hat, wollte ich auch sagen. Deswegen sind wir da auf einer Linie. Wir brauchen die wissenschaftliche Forschung, aber wir brauchen auch die Basis, die genau das in dem Alltag umsetzt. Das heißt, in den neuen Kinderrichtlinien ist genau das auch gefordert. Vorausschauende Beratung, dafür brauchen wir aber Geld und dafür brauchen wir Zeit. Das sind nicht die Kinder- und Jugendärzte, sondern auch die Gynäkologen und auch die Hebammen. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Das ist also die Frage und der Appell, das muss geklärt werden. Zum anderen finde ich auch, sollten die sportlichen Veranstaltungen nicht ausfallen, sondern weiter gefördert werden. Wenn ständig Schulsport ausfällt, ist das kontraproduktiv zu den Ernährungsberatungen, die wir für die Kinder empfehlen. Alles andere hat Herr Lafrenz gesagt, das will ich nicht wiederholen. Dankeschön. Der Herr ganz vorne hier. Sönke Siefert aus Hamburg, Kinderarzt. Ganz herzlichen Dank für die spannende Veranstaltung. Ich würde gerne einen Appell noch an Sie richten. Wir machen im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift seit über 20 Jahren Adipositas-Therapie. Unsere Patienten haben alle mindestens zwei der folgenden Eigenschaften. Junge, Migrationshintergrund, arm. Und ich würde dringend an Sie appellieren, bei allen Überlegungen in Richtung gesunder Ernährung, gesundes Aufwachsen von Kindern, die soziale Komponente, die Herr Esser angesprochen hat, unbedingt zu berücksichtigen und über Pfade nachzudenken, wie Inanspruchnahmebarrieren von Familien in prekären Verhältnissen angegangen und überwunden werden können. Es liegt ja nicht das Problem daran, dass wir keine Angebote haben, sondern es liegt daran, dass eine immer größer werdende Zahl von Familien diese Angebote nicht wahrnehmen kann aufgrund Inanspruchnahmebarrieren. Und das wäre mein Appell an die Politik. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Nun ganz hinten eine junge Frau. Hallo, also ich bin Elisa Deisel, ich bin Studentin an der Hochschule Neubrandenburg und ich studiere Diätetik für Diätassistenten. Und ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es uns gibt, uns Diätassistenten. Und wir haben eine dreijährige Ausbildung gemacht, in der wir die Ernährung lernen von Ernährung in der Schwangerschaft, Ernährung für Kinder, Jugendliche, Säuglinge, Ernährung bei verschiedensten Krankheiten. Uns gibt es, wir können unglaublich viel. Und ja, und ich finde, das darf einfach nicht vergessen werden. Es wird viel von Ernährungsberatern gesprochen. Der Begriff Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Und ich finde, da sollte einfach viel mehr darauf Wert gelegt werden, dass wenn von Ernährungsberatern gesprochen wird, von Diätassistenten gesprochen wird, von Ökotrophologen gesprochen wird, von Ernährungswissenschaftlern gesprochen wird, dass die Leute auch oder Schwangere sich an die richtigen Menschen wenden und nicht, also Ernährungsberater kann sich ja jeder nennen, und nicht an die falschen Leute geraten. Danke. Danke für den wichtigen Hinweis. Hinten hatte ich noch eine Wortmeldung gesehen. Alle zufrieden hinten? Gut, abgedeckt. Bitte, unten hier nochmal. Ich mache es ganz kurz. Mein Name ist Elisabeth Mengele-Klei, ich komme vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium und ich wollte anknüpfend an die Dame mit der rosa Jacke nur die Information weitergeben, dass bei uns in Bayern ein Modellprojekt läuft in Zusammenarbeit mit dem Professor Hauner. Das nennt sich Gesund Leben in der Schwangerschaft. Und da erhalten schwangere Frauen insgesamt 4 Beratungseinheiten zur Ernährung, Bewegung, gesundem Lebensstil. Und dieses Projekt wird von unserem Haus finanziert und auch vom Gesundheitsministerium, auch die AOK Bayern gibt Geld dazu.
und die Studienergebnisse werden im Jahr 2017 erwartet. Und wir sind natürlich schon sehr gespannt und überlegen auch parallel dazu, wie wir in Bayern was aufbauen können. Wir setzen natürlich auch aufs Präventionsgesetz, um diese Beratung der Schwangeren in die übliche Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung mit einschließen zu können. Das wollte ich nur als Info noch weitergeben. Danke. Ich danke Ihnen für den wichtigen Hinweis aus Bayern und hier die Dame. Ich mache es auch kurz. Susanne Lau, ich komme aus der Charité, aus der Kinderklinik, beschäftige mich viel mit Allergologie, arbeite sehr intensiv mit Ernährungsfachkräften zusammen im Bereich der Nahrungsmittelallergiediagnostik. Ich wollte nur eins kurz sagen, wenn wir über Stillempfehlungen und Dauer von Stillen sprechen, wir würden uns ja schon freuen, wenn 6 Monate überhaupt erreicht werden. Deshalb das mit den 2 Jahren ist sicherlich in unserer heutigen Gesellschaft etwas unrealistisch. Und wir müssen natürlich, wenn wir solche Empfehlungen geben, auch immer den gesellschaftlichen Kontext und die Berufstätigkeit der Frau heute im Auge behalten, dass wir nicht irgendwelche Empfehlungen geben, die vielleicht komplett unrealistisch sind. Ich denke, Herr Kulesko, Sie geben mir da recht, auch wenn es schöne Studien gibt, die zeigen, dass man intelligenter ist, wenn man 2 Jahre steht gegenüber vielleicht von 3 Monaten, müssen wir da, glaube ich, irgendwie einen pragmatischen Kompromiss finden. Das Zweite, wenn wir Kinderärzte und andere Ernährungsberatung geben, dann wäre es auch schön, wenn wir nicht nur was gegessen wird adressieren, sondern auch wann gegessen wird. Ich glaube, diese gute alte Tradition, dass man Mahlzeiten hat und die auch einhält und nur wenn sie irgendwie vielleicht besonders viel schwitzen, weil es heiß ist oder sie viel gerannt sind, dass sie mehr trinken müssen. Aber gucken Sie sich um, Berliner S-Bahn, U-Bahn auf der Straße, immer wird überall im Laufen, im Stehen, überall gegessen. Es gibt überhaupt keine Kultur des Essens mehr und ich glaube, das müssen wir auch adressieren. Ja, ich kann nur an meine Sprechstunde erinnern, ich muss wirklich rabiat werden, damit bei mir nicht permanent gepicknickt wird. Und das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem. Ich ergänze nicht nur, was gegessen wird, wann gegessen wird, sondern auch, wie gegessen wird. Für mich als Politikerin hier in Berlin eine Erfahrung, die ich von zu Hause nicht kannte, weil für mich die Rituale, miteinander zu essen, miteinander zu kochen, miteinander zu reden, ein ganz, ganz wichtiger Tagesablauf waren. Und ich würde mir wünschen, wenn wir das wieder mehr verinnerlichen würden, wohlwissend, dass wir in einer anderen Zeit leben. Ich glaube, alle sind zufrieden im Publikum. Keiner hat mehr eine dringende Wortmeldung. Sie dürfen sich gerne auch im Anschluss an die Veranstaltung an uns wenden. Wir würden uns freuen über weitere Rückmeldungen. Ich darf nun überleiten zum Schlusswort. Gita Kornemann hat das Wort. Dankeschön. Ja, was lässt sich nach einer solchen Debatte, einer solchen Diskussion, nach solchen Beiträgen sagen? Auf jeden Fall keine abschließende Zusammenfassung. Denn es sind so viele Themen angesprochen worden, auch so viele Hinweise gegeben worden. Das ist ein wahrer Strauß, den wir jetzt für uns auch auswerten müssen. Genau das wollen wir übrigens. Wir haben diese Veranstaltung nicht aufgelegt, um Werbung für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu machen. Das wollen wir natürlich auch. Das bekenne ich ganz ehrlich. Ich bin stolz, in einer solchen Fraktion zu sein, die auch den Mut hat, sich neben der vermeintlichen Tagespolitik sehr grundsätzlich mit solchen Sachthemen auseinanderzusetzen. Das ist nämlich nicht die Regel hier im politischen Berlin. Dass das möglich ist, verdanke ich meiner Fraktion, verdanke ich aber eben auch meinen engagierten Kolleginnen und Kollegen. Und da möchte ich beispielhaft nennen die Frau, die Sie heute auch durch das Programm geführt hat, die moderiert hat und der Sie auch angemerkt haben, wie wichtig ihr persönlich das Thema ist. Und das ist die Kollegin Marlene Mortler. Liebe Marlene, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist übrigens aber auch möglich, nur weil wir außerordentlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Fraktion haben. Das sieht etwas spielerisch aus, so ein Format, aber es ist ganz schön viel Arbeit übrigens, sowas vorzubereiten, denn man muss eigentlich erstmal
überlegen, wen lädt man ein, wie macht man das richtig, wie bringen wir das auf den richtigen Weg, was sind eigentlich die richtigen Fragen und vieles, vieles mehr in der Vorbereitung. Und da möchte ich stellvertretend für alle meiner Mitarbeiterin, Frau Dr. Keinhorst, danken. Sie ist übrigens Mitarbeiterin des Bundesministeriums der Gesundheit, ist Abgeordnete in unserer Fraktion, das ist möglich dem Grunde nach, aber Sie sehen dort auch schon die engen Beziehungen, die da sind und die heute auch deutlich geworden sind, hier vorne. Wir haben eingeladen, wir sind eigentlich der Bereich, ich stehe stellvertretend für den Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Professor Wanker steht für Bildung und Forschung. Und wir beziehen in das Team ein das Thema Gesundheit, denn alle Bereiche sind heute adressiert worden. Es ist übrigens auch von Frau Professor Wanker sehr deutlich gemacht worden in ihrer Vorbemerkung, dass es nur funktionieren kann durch einen interdisziplinären Ansatz. Interdisziplinär. Das heißt, es hat am Ende keinen Sinn, wenn jeder hier sein Süppchen kocht, stur auf sich schaut und nicht auf die anderen, mit Scheuklappen drauf. Es hat am Ende keinen Sinn. Das betrifft übrigens nicht nur die vertikalen Ebenen, sondern auch die horizontalen. Es sind mehrfach hier Themen angesprochen worden, die uns als Bund nicht unmittelbar betreffen. Wenn es zum Beispiel um das Thema Schule geht, Schule ist absolute Ländersache. Und zwar nicht, weil wir das nicht regeln wollten, sondern weil es die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland so vorgibt. Das heißt, alles, was Schule angeht, kann immer nur im Kontext mit Lehrern, mit den Ländern insbesondere gelingen. Das heißt, Länder, die angesprochen werden müssen, wenn es zum Beispiel um Fragen auch von Ernährungsbildung geht, die implementiert werden muss in den Schulen. Ich glaube, da sind wir uns alle hier relativ einig, denn eines ist deutlich geworden, dass auch das Thema Ernährung einer besonderen Bedeutung zukommt. Das beginnt schon bei den Fakten als solchen. Ich finde, dass die eine oder andere Aussage, die Herr Professor Koletzko in seinem beeindruckenden Impulsreferat gegeben hat, durchaus aufrütteln konnte. Wenn man alleine Aussagen sieht, wie dass die konventionelle Flaschenernährung zu einem deutlich höheren Gewicht als das Stillen führt, wenn man aber eben auch sieht, dass das Übergewicht in der Schwangerschaft das Risiko des Übergewichts nicht nur des Kindes, sondern von Adipositas verdoppelt, dann sind das durchaus Feststellungen, Hinweise, die mehr als aufrütteln, sondern sagen, wo können wir entsprechend ansetzen. Deswegen hat die Ernährung auch einen Teil der Diskussion beherrscht und eingenommen und ich fand zu Recht, sei es, dass Ernährungsberatung ganz am Anfang stehen muss. Der Hinweis ist entsprechend von Ihnen auch gekommen. Sie haben recht, absolut, Sie haben recht. Die Frage ist, wie können wir es einbringen? Wo können wir als Politik entsprechend auch nachjustieren? Wie können wir das unterstützen? Ich bin insoweit auch sehr froh, dass der zuständige Abteilungsleiter aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Herr Dr. Haider, heute hier ist. Er sitzt dort. Vielen Dank. Sie haben die ganze Zeit gehört, gelauscht, geschrieben, denn am Ende ist es natürlich auch die Frage, wie können wir diese Hinweise implementieren, zum Beispiel in Bundesprogramme wie in Form etc. pp. Aber damit ist es weitaus nicht getan. Es sind uns viele Hinweise gegeben worden und ich sage Ihnen, ich habe enorm viel mitgeschrieben, durchaus auch die kritischen Hinweise. Die kritischen Hinweise, was das Thema Daten angeht. Sie haben darauf hingewiesen, es fehlt ein Datensurvey. Vielen Dank. Ich habe dann gefragt, 98, wer hat das letzte Mal das finanziert? Sie werden es mir entsprechend mitteilen. Dafür bin ich dankbar, damit man weiß, wo kann man gegebenenfalls entsprechend auch ansetzen. Wie ohnehin deutlich geworden ist, es fehlen auch wissenschaftliche Daten. Herr Professor Koletzko hat darauf hingewiesen, dass die Aussage von Professor Wanker, wir brauchen eine Stärkung der wissenschaftlichen Basis, tatsächlich nicht nur unterlegt werden muss, sondern jetzt auch mit Leben erfüllt werden muss, wie ja auch das Thema Forschungszentrum Kindergesundheit mehrfach angesprochen worden ist.
Das betrifft übrigens auch, Frau Dr. Berwind hat darauf hingewiesen, das Thema vernetzte Kooperation zu erhalten zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und eben dort auch das Potenzial, das in der Wirtschaft gegeben ist, zu nutzen. Mich persönlich beeindruckt schon, wenn ein mittelständisches Unternehmen sich sehr stark im Bereich der Forschung engagiert. Sie wollen leben, ohne Frage, aber es ist trotzdem auch keine Selbstverständlichkeit, was dort an Innovationskraft eben auch geschaffen und entsprechend auf den Weg gebracht wird. Es ging um weitere Themen, wie beispielsweise auch das Thema Stillen fördern und entsprechend schützen. Der Wert der Muttermilch ist dargestellt worden, ich finde auch sehr gut, als der Goldstandard ja auch bezeichnet worden. Dass wir hier etwas machen müssen, ohne Frage. Ich hatte Anfang des Jahres Gelegenheit, mich in Israel vor Ort zu informieren über deren Diabetes-Bekämpfungs- und Präventionsansätze. Dort sind sie ein Stück weiter als wir, man muss es ehrlicherweise sagen. Es hat aber auch damit zu tun mit einer ganz individuellen Begleitung und Beratung. Zum einen der schon Betroffenen, aber eben auch der gegebenenfalls potenziell Betroffenen. Und da scheut man sich übrigens nicht, auch Risikogruppen rauszufiltern. Das ist hier angesprochen worden, dass ein Teilnehmer sagte, wir haben die Herausforderung, dass bei uns in der Praxis eben auch ganz viele übergewichtige Kinder sitzen, die drei Merkmale aufweisen, unter anderem Migrationshintergrund, Arm etc. Genau diese Erkenntnis gibt es in Israel schon lange, aber es wird entsprechend benannt, dass man sagt, höchstes Risiko bei arabischstämmigen Frauen über 45. Die werden dick und dann spricht man sie an und zwar ganz gezielt. Die Reduktion, was das Thema nicht nur Adipositas, sondern auch gerade Diabetes Typ 2 angeht, ist wirklich bemerkenswert, zeigt aber, dass ich dort auch individuellere Ansätze sicherlich und eine höhere Begleitung und Betreuung fahren muss, und zwar durch Fachleute. Und der Hinweis auf die Fachleute ist gegeben worden und mit ihnen haben wir unmittelbar hier zu tun. Es ist der Hinweis gegeben worden auf das Thema soziale Prävention, ja. Ein Stückchen findet dies übrigens auch schon statt. Wir unterstützen ja neben Inform oder auch PEP, zum Beispiel, und da sehe ich Frau Lambeck an, das Thema IKIP, wo wir diese Ansätze entsprechend mit aufnehmen, weil wir wohl wissen, dass entsprechender Handlungsbedarf besteht. Ich habe aber auch durchaus aufgemerkt, als Sie darauf hingewiesen haben, dass es ein zu viel, Frau Dr. Flotkötter, ein zu viel an Information geben kann. Also wie bündeln wir gegebenenfalls einfach nur aufklären und informieren, ist es am Ende nicht. Wir brauchen am Ende sicherlich eines, ein entsprechendes Netzwerk. Ein Netzwerk, in dem man durchaus diskutieren und streiten kann über Maßnahmen. Es gab Maßnahmen, die mich nicht überzeugen, wie beispielsweise die Ampel. Sie haben es angesprochen, Herr Lawrenz, und das darf ich im Namen der Kollegin Mortler sagen, wir halten dieses für kein geschicktes Mittel, denn wir haben es dort gehalten mit unserem Vorsitzenden Volker Kauder. Volker Kauder sagt immer, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Das finde ich einen erstmal vernünftigen Satz. Und wir haben uns deshalb informiert, dort, wo es die Ampel schon gibt. Die gibt es nämlich schon in England. Und Sie wissen, dass in England genau diese Ampel aus zwei Gründen ein richtiger Rohrkrepierer geworden ist. Erster Grund, Rechtsgründe. Die Europäische Kommission hat inzwischen ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet gegen England wegen der Ampel, und zwar schon vor Brexit, schon im letzten Jahr, und zwar vor dem Hinweis, und das fand ich sehr beachtenswert, nicht nur, dass da eine Binnenmarktsverzerrung stattfindet, sondern weil gesagt worden ist, das führt zu einer tatsächlich der Gefahr von Irreführung. Denn natürlich ist die Simplifizierung, die auf einem Ampeldings stattfindet, die Gefahr der Simplifizierung ist so groß und in der Regel werden Sie die relevanten Informationen nicht geben können. Sehen Sie sich Olivenöl an. Olivenöl würde ich erstmal als gesund beachten, aber wegen des hohen Fettanteils rot. Also es ist mit Simplifizierung allein nicht getan. Das Zweite,
Das Zweite, und das fand ich sehr bemerkenswert, ein Kollege von uns aus dem Ernährungsbereich in England hat eines beschrieben, und das hat mich doch durchaus aufgerüttelt. Er hat gesagt, das Signal, das wir mit der Ampel gegeben hat, ist, dass heute diejenigen, die wir erreichen wollten, also die Bildungsferneren etc. pp., ins Regal gehen und schauen, Ampel, und nach Rot greifen, weil Rot für sie für das Signal steht, lecker. Ja, das ist immer auch die Herausforderung, wie kann man ein zu viel an Information vermeiden, aber auch ein zu wenig. Und ich glaube, da kommen wir ohne ein Stück Ernährungsbildung nicht drumherum. Auch da sind die Kollegin Mortler und ich uns außerordentlich einig. Das ist der längere Weg, der manchmal auch unsexiere Weg. Aber wenn wir nicht ganz früh anfangen und deutlich machen, wir stärken euch als Verbraucher, um am Ende bewusste Entscheidungen zu treffen, übrigens auch für eure Gesundheit, dann ist das der am Ende nachhaltigere Weg. Das gilt übrigens auch für die Stärkung von Schwangeren. Wir haben heute über Ernährung gesprochen. Ich weiß aber, dass die Kollegin Mortler in ihrer Funktion als Drogenbeauftragte sicherlich auch noch ganz, ganz viel hätte sagen können zum Thema Alkoholgenuss in der Schwangerschaft, wenn wir an die Farskinder beispielsweise denken. Das ist dann ein ganz, ganz anderes Problem noch. Sie sehen, viel haben wir vermerkt. Und ich kann Ihnen sagen, es wird sich auch niederschlagen. Noch einmal, wir haben diese Veranstaltung nicht gemacht, um Sie zu treffen. Auch das haben wir gemacht. Wir sind froh, dass Sie da waren. Aber wir wollen am Ende auch etwas aus dieser Veranstaltung ziehen. Wir werden diese auswerten und hoffen, dass das dann einmündet in einen Antrag oder in eine Initiative gegenüber der Bundesregierung. Dafür werden wir Unterstützung gewinnen müssen, sicherlich seitens unseres Koalitionspartners. Aber wir hoffen, dann entsprechend auch unterstützen zu können. Wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass wir hier eine Riesenchance haben. Diese Chance ist mehrfach benannt worden von unseren kundigen Podiumsgästen. Das ist die Chance zu erkennen, die ersten 1000 Tage prägen. Und die Chance, und Herr Professor Koletzko hat es so benannt, Deutschland darf seine Kinder nicht vergessen. Das ist ein Satz, den wir auch durchaus mitnehmen würden. Und wenn wir die Kinder nicht vergessen wollen, müssen wir frühzeitig in ihre Eltern und in die Kinder selbst finanzieren. Und sei es, das auch nachhaltig zu unterlegen durch nationale Kohorten oder weiß der Himmel, was es dann auch sein mag. Ich kann nur sagen, wir nehmen diese Botschaft mit. Sie ist uns aktueller und drängender als je zuvor. Und dazu haben Sie alle beigetragen. Und zwar unsere wunderbaren Podiumsgäste, die sich hier gestellt haben in durchaus anstrengenden 2,5 Stunden. Und dort möchte ich mich bedanken. Zunächst einmal ganz herzlich bei Herrn Professor Dr. Koletzko. Herzlichen Dank. Dann bei Frau Dr. Berwind, danke schön, dass Sie hier gewesen sind. Bei Frau Flutkötter, vielen Dank. Dann bei Frau Dr. Pfeiffer, Herrn Dr. Abraham und Herrn Dr. Esser. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und am Ende bei Ihnen allen. Ihre Beiträge waren offen, ehrlich und eines, was man nicht immer in Berlin erlebt, von hoher Kompetenz getragen. Absolut überzeugend. Vielen Dank. Und in diesem Sinne, wir wollen die Kinder nicht vergessen. Dankeschön.